So, Kaffee, Wasser, alles dabei. Yes, hallo, guten Morgen, guten Tag, hier in Zürich. Für dich ist auch eher Morgen. nein, jetzt nicht mehr, jetzt ist spät in der Nacht. Ne? Ja. Ah. Spät in der Nacht. Also Ton. Taufisch. Bild. Kristallklar. Sensationell. Tuppi. Oh. Viel gut Podcast. Jubiläumsausgabe Nummer 60. Ach so? Ja, da wow. Stark hast du organisiert. Hey, super, eine Aussicht wie 60, oder was? Hey, schön zum Tag, danke für die Einladung. Ja, noch so gern. Es ist ein bisschen egoistisch, dass ich dich eingeladen habe, weil ich festgestellt habe, wir sehen uns fast nicht mehr. Aha, okay, also, ja, das hat mich jetzt gefreut. Ja. Einerseits wegen der kleinen Pandy, aber andererseits auch, weil wir früher noch viel auf Tour gesehen sind zusammen. Ja, ich weiß, ja. Ja gut, aber weißt du das noch? Ja, danach schon, ja. Wir sind gerade letzte, der Frank schauen, in Madlin, Zerbruck. In Madlin. Hat er erzählt, ja? Ja, dann haben wir uns noch zurückerinnert an die schönen Zeiten dort. Richtig. Mit dem Backstage-Klo und so. Ja, das ist super. Das ist mit dir gesehen, wo, apropos Madeleine, im Kinotheater Madeleine, dort habe ich noch geraucht. Ja. Und wir haben eine Ziege geraucht, hinten raus, vom Backstage. Und irgendwann kommt der Techniker und sagt, du solltest jetzt auf der Bühne sein. Ach so. Und ich so, was? Und jetzt hat er uns nicht Bescheid gegeben, dass er die Show anfängt. Ah, ja. Dann hat er den Intro-Song laufen lassen. Das Licht gemacht und so. Wir sind hinten am Rauchen. Und irgendwie, gut, es sind nicht so viele gesehen, vielleicht 40 oder so. Ja. Gewartet. Und irgendwann, so 5 Minuten später, bin ich mal auf die Bühne gelaufen. So, hey. Hast du nicht moderiert, gell? Das steht. Also das war bei meinem Solo gesehen, nein, ja, aber auf der Swiss Tour. Am Solo dort, yeah. Ja, dort war das, aber ja, bei der Tour, nein, dort war der Ding, der Elsie. Genau, dort hat der Elsie mal moderiert und das letzte Mal, oder die zwei letzten Mal, ich irgendwie so, dort sind wir auf Tour gesehen mit der Bahn. Ja. Und du bist ja eigentlich als Newcomer reingerutscht und bist dann geblieben. Ja, genau. Und dann ein Jahr drauf bist du auch nochmal gekommen. Ja, genau, und dann das dritte Jahr haben sie gefunden, ja, wir nehmen jemanden, wo man mehr Billet verkauft. Aber ich habe es schön gefunden, dass wir zweimal dabei sind. Das war cool. Yeah. So, zum Start, weißt du, wenn du dann nachher so Leiter kommst wie. Wie sie alle heißen. Nein, zum Beispiel in. Warte mal, einer sagt, zu Olten. Z7 echt. Ja? Nein. Das ist ein Kaufmehl. Jetzt blödel. Ja, das Kaufmehl. C7. Z7. Ja, nein, das Kaufmehl natürlich. Das war cool. Mhm. Das ist wirklich ein geiler Laden. Das ist schon cool, weil eben aufgrund von dieser Tour haben wir natürlich Locations gespielt, die viel grösser sind als das, was man sonst würde spielen. Ich weiß aber noch, weil ich bin der Einzige, der seinen Backstage-Pass effektiv gebraucht hat, weil wir noch so niemanden kennt. Und ich hätte alle so können, halt überall rumlaufen, oder? Das ist schon klar gewesen. Im Multipass. Ja. Aber dir passieren immer so Geschichten. Ich finde das grossartig. Ja, ich nicht so manchmal. Aber ja, es ist so lustig. Einmal sind wir in Asch gesehen. Ja, das Asch, ja Mann. Aber dort habe ich, glaube ich, Support für dich gemacht. Ja. Yeah. Und aber nicht so einen guten Auftritt abgeliefert. Und dann stand ich mit deinem Manager, mit deinem draußen. Und du bist noch drin halt mit dem Reden mit den Leuten. Und ich stand draußen auch mit dem einen. Und dann kommt einer so, sieht mich und haltet inne und dreht sich zu mir und kommt auf mich zu. Und ich denke, jetzt kommt noch ein. Und dann kommt er einfach zu mir und sagt, Leute, haben Sie mir noch für? Der Teil ist fast abgeschrieben von Lachen. Das war mies. Ja, weil ich glaube, das einzige Mal, wo sie dort gelacht haben, ist, als ich gesagt habe, ich sei jetzt Liestl geboren. Ich sei eigentlich wie ein Baselbieter. Und dann haben alle gelacht und ich weiß heute noch nicht warum. Das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber das ist ja das Schöne an der Comedy. Manchmal sollte man gar nicht zu fest hinterfragen, warum etwas funktioniert. Oder ja, hast du auch so Jokes? Also ich hab solche, wo Leute lachen, wo ich heute noch nicht genau weiss, warum. Aber ich bringe es einfach. Also, so, weil ich weiss, dort kommt ein Lachen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich auf der Bühne Sachen erarbeite, dass auf völlig anderen Ort und Moment Lachen kommen, wo jetzt nicht ein völlig ausgedenkter Joke sind,
Aber ich meine, du bist zum Beispiel dabei gewesen, als ich das allererste Mal 079 ausprobiert habe. Mhm. Also eben ausprobiert, ist ja völlig übertrieben gewesen. Ja. Ich habe einen Gedankengang gehabt, und dann haben wir einen Zug gespielt, Kollerhalle. Und ich habe gefunden, in irgendeinem dazwischen, so, wo es ein bisschen safe net ist, kann man etwas Neues ausprobieren. Das ist wirklich und habe meine Gedanken irgendwie dort ausgesprochen. Und in dem Moment habe ich das komische Tänzchen gemacht. Und du bist nachher zu mir gekommen und gesagt, das Tänzchen, das ist der Shit und so. Ja, und so etwas würdest du nie im Leben schreiben. Ja. Also, Ich hatte nicht gewusst, dass da jetzt so ein. Eben, so ich hatte aber nicht, gewusst, dass weil das ein Lachen würde geben. Weißt du, ich habe irgendwie so. Ja. Vor allem, weil du so ein bisschen unter Druck bist und denkst, shit, jetzt müssen wir nur lachen. Ja. Dann machst du auf irgendetwas. Dann sagst du, ja, das ist der Nullsemini. Und dann nachher. Und dann hat geil ausgesehen. Eben, dann lachen sie. Und dort merkst du dann schon, okay, das ist anscheinend lustig, aber das könntest du nicht vorher. Probst du nie vor dem Spiegel oder so? Nein. Weil nein. Du manchmal doch mit Bewegung und. Das Schlimme ist, als ich dann mal ein Video geschaut habe, habe ich gemerkt, dass es ja völlig anders aussieht, als ich meine. Ja. Und dann habe ich angefangen, das irgendwie probieren umzudingseln. Ja. Und dann haben es die Leute nicht lustig gefunden. Dann habe ich gemerkt, es ist viel wichtiger, wie ich es empfinde, als dass ich weiss, wie es genau aussieht. Weil wenn sie lachen, lachen sie. Und ich glaube, bei Grimassen ist es vielleicht noch eher, dass du mal sagst, ich muss immer das Gesicht machen oder so. Ja. Aber nicht wirklich. Ja. Früher habe ich jetzt viel mehr gehabt, dass ich einfach irgendetwas gesagt habe und dann haben sie gelacht und ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Ja. Nein, es gibt bei einer Nummer hat es. Also ich habe eine Nummer, kannst du dich erinnern, das ganze Zeug mit der Polizeikontrolle und nicht Hupen und alles. Ja. Wo ich zum Teil heute noch jetzt von Kollegen angesprochen werde, ich mache es immer noch nicht, weil ich immer noch das Gefühl, ich bringe sie nicht gut. Die könnte man noch besser bringen, aber ich weiß nicht wie. Das sind ja noch mal überlegen, vielleicht kann die wieder mal reaktivieren. Ja, aber ich habe mal für den Open Stage Theresau dort habe ich nur neues Material gehabt. Und eben normalerweise gehst du her und fängst mit etwas an, was du weißt, es tut. Yeah. Und hörst idealerweise mit etwas auf und tust das Zeug in das neue in die Mitte. Und dort habe ich wirklich nur neues Zeug gehabt. Und sogar, ich bin daheim gestanden, ich habe sogar Schritt mir dann bei dem Satz gegangen. Da, also fast eine richtige Choreografie, haben keine Sau gelacht. 8 Minuten lang nichts. Und dann habe ich einfach irgendwann so gesagt, ich finde es nicht lustig, gell? Und dann haben sie so gelacht. Yeah. Dann habe ich die besten 2 Minuten ever gehabt nachher. Weil ich dann einfach, weil sie lachen. Nein, wir machen jetzt den Witz noch fertig, irgendeinen Witz wegen der Banknote. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Das erste Mal gebracht. Und sind alle so lustig gefunden, dann, weil er nicht lustig war. Und ich so verzweifelt. Das war cool gewesen. Und aber, ich bin auch so auf der Zeit. Jetzt siehst du auf dem irgendwo im YouTube sogar noch. Ich sage, ich finde es lustig. Und dann müssen lachen. Ja, das war cool gewesen. Aber dort eben alles choreografiert und denkt so. Und die Arme und richtig Ja, das war viel nicht gewesen. Und dann hast du gefunden, Choreografie und so muss eigentlich nicht sein. Nein, muss nicht mehr sein. Ja, eben auch ein bisschen. Ja, ich höre es auch nicht so viel, also die Auftritte, die ich mache. Yeah. Meistens habe ich die Aufnahme einfach für, dass ich einen Überblick habe über die Zeit. Und wenn ich jetzt eben neuere Sachen mache oder so, dann höre ich schon mal rein, sind dort Lachen gekommen. Aber manchmal hörst du es auch nicht so viel, weil das Handy vorher auf der Bühne ist. Aber sonst höre ich es nicht so an. Ich finde aber noch, gerade so wegen Choreografie und so, finde ich noch spannend. Das siehst du oft, wenn jemand aus dem Schauspiel kommt. Mhm. Und anfängt mit Comedy. Also sehr oft können sie es ablegen, aber so die ersten paar Auftritte funktionieren meistens nicht so gut, weil es dann eben so vortreibt ist. Es ist auch mit Leuten, mein Kollege der Sepp, oder, er hat viel mit Stand-up dran, oder fängt jetzt mit Stand-up an und hat immer Rollen gespielt. Also das ist sehr schwierig. Also, weißt du, die Blöße sich geben. Er ist total erfolgreich mit der Figur, mit den Figuren. Und jetzt zum sich selber. Also das Spielen, eine Art von sich, musst du daran gewöhnen. Du bist eigentlich auf der Extremversion von dir selber, auf der Bühne, im Stand-up. Ja, das bei der Musik auch so, Coversachen, wenn ich Cover singe, dann ist es natürlich einfach, weil ich habe einen Anhaltspunkt, oder so ein Template eigentlich. Ja. Und bei Sachen, die ich mit der Band allein schreibe, oder halt, die man selber schreibt, dort hatte ich am Anfang eine Jahre Mühe gehabt, weil ich wusste, was ist überhaupt mein Singstil, und, also Singstil, halt also wie, soll ich jetzt eher hoch, soll ich jetzt eher tief, oder was ich. Das ist ja total schwierigslos. Bei Castingshows ist das doch immer so das große Thema gesehen, dass die einen, die haben können perfekt jeden Song so singen, wie es original gesungen gesehen ist,
aber habe nie etwas Eigenes angekriegt. Ja, ja, das ist... Und bei anderen hast du das Gefühl, dass sie jedes Lied irgendwie wie neu interpretieren. Ja, oder? Es ist einfach aber auch mühsam sein zum Teil. Nein, ich weiß, Stand By Me. Stand By Me ist ein Song, Benny King ist super und alle späteren dann, also irgendwo, so der Bus überkam. Darling, darling, stand by me. Jetzt zum Kotzen. Es ist aber noch bei Bahnen so, ich meine, jetzt hat ja gerade Bob Dylan, was hat er gehabt? Lebt er noch? Wow. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. 80 geworden. 80? Hi. Zu wie viel Mal? Na schon, wow. Okay. Ich habe gemeint, irgendetwas mit 5. Aber ja, auf jeden Fall hat er gerade einen großen Geburtstag gehabt und ja. Haben wir schon wieder ein bisschen Thema gesehen. Und ich meine, seine erfolgreichsten Songs sind ja irgendwie mehrere tausend Mal jeweils covered worden, ja. Oder? Ja. Und dann denkst du auch so, ah, krass, von mehreren tausend Mal gibt es vielleicht auf zwei gute Versionen. Ja. Also zum Beispiel Knocking on Heaven's Door ist klar, ja. Guns N' Roses. Ja. Ist schon noch geil. Und ja, ist super. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, ja, klar. Es wird ja jeder Bus überkommen, der noch spielt. Aber es ist ein super Song und ein super Cover von Guns N' Roses, absolut. Und was mir sogar noch besser gefällt als Original, in dem Fall ist All Along the Watchtower vom Jimi Hendrix. Ja, stimmt, ja. Ist eine bombastische Version. Ja. So. Aber dann denkst du, okay, aber es hat noch etwa 5000 Winter. Ja, ja. Oder es ist, nicht kannst du hören. Es ist immer zu dir selbstverwirklicher. Oder eben, ja, Tage wie diesen von der Hose. Ja. Von der Hosen. Ja. Tage wie diese von der Hosen. Jetzt ist gar nicht. bei jedem Zeltfest spielt es irgendeine Coverband, oder? Ja. Und ich spiele es auch. Und dann die Interpretationen dann von Tage wie diese. Mega Spiele wie Brato rein und so. Und dann denkst du, ja, komm. Ja, Swing-Version, das mache ich. Ja, ja genau. Stimmt, ja. Und ja, also dann noch lieber von der Gucke. Ich weiß noch, Open Air St. Gallen, an dem Jahr, wo Tage wie diese der Überhit war und Hosen gespielt haben. Ja. Ist es eben gerade so der Festival-Song geworden, ja. Weißt du, wo oft alle immer irgendjemand rumgerollt ja, ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du, ich habe es glaube ich schon mal erzählt im Podcast, aber wenn du am irgendwie 7. Uhr Morgen knapp mal seit einer Stunde die Augen zugekriegt hast, in deinem Zelt liegst und irgendein versoffener Vollidiot 7 Meter vor deinem Zelt steht und findet, er muss jetzt noch ein bisschen das Lied singen und noch schlimmer, er muss noch ein bisschen die Lyrics umändern. Zum Beispiel, wirklich war, genau das hat er gesungen. Ich unterstütze die Message nicht, ja, aber er hat es gesungen. Zu dem bin ich aufgewacht, wenn er singt: All Tag mit Diesel steck ich meine schwarze deine Fotze rein. Und ich sagte: Jesus Christ. Drum, das ist schwierig. Das ist schon mal ein Schwieriger. Und was habe ich jetzt gerade gedacht? Ah, genau, das mal in Brieg. Ich bin mal in Brieg in einem Restaurant gesehen, wo so eine Live-Schweizer, nicht gerade Handörgeli, aber so ein bisschen, bisschen traditioneller gespielt hat. Und die haben den damals großen Hit Juanes Camisa Negra. Oh. Ja. Haben sie dann interpretiert. Genau. Ist also eins, solltest du vielleicht nicht anlängen. Nicht, dass jetzt im Original mega geil ist, aber es ist dann so gesehen, Tingu la Camisa Negra. Ja, genau. Es ist ja immer geil, wenn Fürstenfeld, was nehmen, von der STS, Österreicher Lied, ich will wieder haben, ich fühle mich da. Ja, da bist du deutlich näher an der Grenze als ich. Das kann ich mir ganz stolz sagen, aber es ist auch ein österreichischer Song, wo dann halt die Schweizer dann singen und versuchen zum Österreicher und es nicht so ganz können, das ist auch etwas Kleines. Ist auch mal lustig. Und also, umgekehrt habe ich jetzt gesehen, dass irgendeine österreichische Band 079 gecovert hat. Jetzt habe ich Scheiß. Ja. Ach du Kacke. Und so wie wir früher Englisch gesungen haben. Halt aber für dich ist 079 ist ja noch nicht mal im Griff in dem Sinn. Also es sind keine Grenzen an der Schweiz, die wissen, dass da unsere Handys sind. Aber sonst hast du so überhaupt nichts. Okay. Nee. Und vor allem, so, alle Zwischenteile sind wirklich so, wie wir früher Englisch gesungen haben, einfach so recht phonetisch. Ja. Das macht dann nicht so viel Sinn. Nein, aber wenn ich ein Kompliment mache, ich muss jetzt noch lachen, wenn ich den Song höre. Ich muss immer den Hut. Ja, das ist ein Glücksgriff gewesen. Ja, wirklich, ja. Aber es gibt selten, dass irgendwie einerseits alle Menschen, also Beschäftigung ist übertrieben, aber dass alle Menschen irgendwie so ein bisschen die gleichen Gedanken haben, dass du so einen Überhit hast, dass du aus der Schweiz bist und dass dann
Es war auch recht früh gewesen. Du hast das Lied zum Beispiel noch nicht mal kennt, als ich die Nummer angefangen habe. Ja, gut, ich bin jetzt nicht wirklich ein Maßstab, weil ich sehr wie ein seltener Radio. Eben, aber wenn es, weißt du, das ist irgendwie, weißt du, ein halbes Jahr auf Platz 1 gesehen. Also irgendwann kommt das Lied. Aber weißt du, es war geil für mich gewesen, weil ich habe die ganze Routine gehört über den Song und dann haben wir nachher mal gehört. Wenn du jemanden kennenlernst, wo du schon mal eine Parodie oder Imitation davon gehört hast. Aha, ja, das ist schon geil, wenn sie gut ist. Ja, das ist noch cool. Und dann habt ihr so, oh, shit, das ist ja wirklich so. Ja, ich habe es ja nicht so mit der Unterricht, oder? Hat so viele Sachen, viele Leute parodiert, die ich wirklich einen Plan habe. Aber viele nie ein Radio los und so, oder? Ja, so Blocher und. Blocher ist jetzt noch ein Begriff. Und, aber Blocher und Roger Federer, und der macht einen ganz geilen Peach Weber, finde ich. Ja. Aber dann, weißt du, bin ich los. Und der macht eine Parodie und ich habe keine Ahnung, wer der ist. Gut, im Nachhinein sind Bloch seine Tochter. Ja. Matullo. Matullo, genau. Magdalena. Ja, also, ja stimmt. Ich bin sicher, das ist Matullo der Vorname. Sehr schön. Also. Matullo! Ja! Danny! Matullo. Ja, Matullo. Marteli. Smetti. Ah ja, schöne Zeiten gesehen. Und jetzt sehen wir uns nicht so oft. Und es ist eigentlich viel passiert bei dir. Ja, zumindest privat. Ja, wirklich, ja. Du bist jetzt auch einer der frischbackenen Vätern, ja, genau. Seit vier Monaten war es am Sonntag. Ja. Da zählst du noch die Monate, gell? Ja, weißt du so. Das ist, also ich. Es ist. Im dritten Monat ist da, im dritten, halben Monat dann da, im vierten Monat da. Weißt du, das Teil wächst so schnell und so intensiv, dass wirklich dann immer gehst du googeln, okay, jetzt es hat die ganze Faust in der Schnarre, ist das normal? Und dann, okay, für den bis den Monat ist das normal, dann wäre es schon wieder nicht mehr gut, das ist so Sachen. Ja, ja, ja. Darum bist du ja wirklich, und irgendwie weißt du, ja, es ist so, weißt du, es sind vier Monate und es lebt immer noch, weißt du, so. jetzt bist du wirklich Monate auch am Zählen. Gut, wie alt bist du? Ich bin 40. Und du lebst auch immer noch? Ja, also, okay, total. Da bin ich bei dir auch schon ein paar Mal eine Stunde gesehen. Das ist nicht der Einzige. Ja. Nein, aber darum, jetzt lebe ich ganz anders. Nicht wahr? Ich habe Autoprüfung dran. Hast du? Also, nein. Ich habe diverse psychologische und verkehrsmedizinische Abklärungen, die noch zum Abschluss gebracht werden. Aber nach dem Jahr sollte ich eigentlich Ende Sommer sollte ich wieder fahren. Ja. Ich habe gemeint, du fährst nie mehr. Ich auch. Ja. Und dann hast du gemerkt, Kind, jetzt hat er Pflicht. Nein, also auch wohnen im Thurgau. Es ist wirklich also weißt du, wenn mit dem Kind mal etwas ist, oder ich will mit dem Kind mal dort hin, ich will mal dort hin. Und die hohe Zugfahrerei ist dann doch, also so gut das Schweizer Verkehrsnetz auch ist, es ist auch so die Spontanität, die es dann doch braucht mit einem Kind, wäre nicht mehr so ganz gegeben. Klar. Plus, ich bin in einem anderen Kanton und denke, vielleicht probiere ich es einfach bei denen mal, um meinen Führerausweis zu bekommen. <wieder. lacht> Und eben dann halt auch aufgehört trinken und alles, oder? Und wirklich, ich lebe eigentlich jetzt sehr, sehr gesund. Man sieht es noch nicht so an. Aber, ja, siehst schon frisch aus. Ja? Muss ich sagen. Also für das vier Monate als Kind hast, siehst du frisch aus. Ja. Da sehe ich andere, die jetzt sind so Tag und verlangen. Darum, weißt du, wie ich vorher erwähnt habe, also da ist jetzt für mich schon fast Nacht, irgendwie 4 Uhr am Nachmittag oder was jetzt ist. Da war jetzt Siesta, oder? Ja, weil ich stand in der Regel um 5 Uhr auf. Einfach damit, weil irgendwann steht meine Freundin auf und das Kind, oder? Und dass ich vorher so ein bisschen Büro kann machen und so Zeug, weil ich schaue auf das Kind, sie ist am Arbeiten. Ja. Yeah. Und tagsüber schaue ich aufs Kind und dann kommst du nichts. Ja. Also jetzt aktuell bin ich, den grössten Teil von meinem Tag bin ich am Socken wieder anlegen. Weil das Kind macht immer so mit den Füßen. Ja, logisch. Stöckchen wieder am Anlegen und so. Und dann du, und halt so, oder? Das, um sich ein bisschen Laune zu behalten. Ja. Und kannst jetzt, ich habe zuerst gedacht, ein bisschen schreiben nebenbei und so, aber keine Chance. Der Deville hat mal gesagt, mit Kindern hätte wirklich auch verschrieben, weil du nutzt die Zeit, die du kriegst, die wenige, ganz intensiv. Das wirklich irgendwie, also bei ihm dann halt, wo sie schon in der Schule sind, also zumindest in irgendeiner Spielgruppe, also auf die 2 Stunden am Morgen. Also, ja, ist klar. Ja. Dann ist es wirklich gesehen, ich habe genau 2 Stunden Zeit. Und das hilft dir eigentlich für die Kreativität, wenn du dir irgendwie so eine Schranke gibst von. Ja, mir ist immer auch der Druck ein bisschen, oder? Genau, eben, ich habe nur 2 Stunden. Also los, tak. Ja, eben, das ist schon so. Aber jetzt am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe mir jetzt die Zeit wirklich gegeben, einfach als ein bisschen bäbeln. Das suchst du jetzt gar nicht mehr, oder was? Nein, schon seit Februar nicht mehr. Sicher nicht. Ja, ist langweilig. Nein, aber
Nein, es ist auch, ich bin 40 geworden letztes Jahr und dann denke ich, das wäre vielleicht mal gut, wenn wir ein System ein bisschen Pause gönnen. Also ich werde jetzt nicht zum Totalabschied einzeln, yeah. Aber jetzt habe ich gedacht, eben auch im Hinblick jetzt auf die Autoprüfung und dann sowieso mit dem Kind umeinander, yeah, yeah. Wäre wirklich gross. Also, weißt du, ich habe ja vor allem dann viel getrunken, so eben bei Festen oder beim eigentlich immer, wenn ich vor der Tür bin und sitze, gehe ich nicht mehr so vor die Tür. Nein, du brauchst die ganze Energie, die ich jetzt habe, brauche ich jetzt wirklich für das Kind. Was ich bei dir immer faszinierend gefunden habe, du bist ja auch einer gesehen, unabhängig davon, wie viel du getrunken hast, hast du auch auf die Sitzlader gehabt. Also es ist dann einfach gesehen, ich kann von mir aus viel trinken und dann sage ich irgendwann um 2:30, sage ich, jetzt ist es definitiv fertig, gute Nacht. Und du bleibst dann einfach irgendwie bis zum 7. Uhr morgen hocken. Ja, das ist aber auch schön am Morgen, also Sonnenaufgang. Ja, ist eins von den wenigen Mal, wo man den Sonnenaufgang gesehen hat. Ja, du bist so ein Aufenthalt, ja. Aber eben jetzt mit dem Alter, jetzt geht das auch nicht mehr so. Stell dir vor. Aber also, früher hat man so Zeug noch weggesteckt. Aber. Wegen dem Zügeln, geht das als Rheintaler in Thurgau ziehen? Ist das nicht Frevel? Ja, das Lustige ist ja, jetzt kommt gerade demnächst kommt die neue Werbekampagne wird lanciert fürs Rheintal. Also mit so Rheinpal.com, die sind so zuständig für Standortmarketing. Stimmt, und ich bin ja quasi Galionsfigur von dem. Ja, genau. Absolut. Und dann haben wir dort du bist der Charlie vom Rheintal. Ja, genau. Und dann haben wir da die 5 Filme und nochmal einen gemacht. Ich versuche immer zu vermeiden, 6 Filme. Ich sage das, gell? Es sind 6 Videoclips. Ja. So hätte ich es eigentlich können sagen. Ja. Sechs Videoclips, geht auch nicht so gut. Ja. Nicht so wirklich. Nein. Du kommst nicht drum herum. Und wir haben einen Sponsor zu Morgen gehabt, vor 2 Jahren, oder wo die rausgekommen sind. Und dann bin ich auch dort gewesen, haben sie gesagt, also Rindl, haben gesagt, eben vor diesen ganzen, das sind Gemeinderäte und Leute aus der Wirtschaft, oder, die das Ganze unterstützen und so. Yeah. Sponsoren zu morgen. Und die 6 Leute. Nein, das sind noch recht viel gewesen. Aber, schon denkt 6 Leute. Ich weiß nicht, ob ich vom Ausgang komme. Nein. 6 Politiker. Ja, genau. Okay. Nein, aber dann haben die haben gesagt, stellst du dir die Kampagne vor, kurz, oder? Und dann bin ich so am Reden gewesen, und ich bin die ganze Zeit überlegt, wie komme ich um das 6 Film herum? Oder? Weil mein Satz, und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre einfach durch. Das einfach gemacht haben wir das gemacht haben wir das mit 6 Filmen. Ja. Weil ich denke, das ist Gemeinderat und Zeug, oder? Komm, habe ich gesagt, 6 Filme. Alle. Hey, ohne Gelächter. Ja, ist gut. Aber ja, bin nicht drum herumgekommen. Auf jeden Fall, wir haben noch ein Jahr später haben wir noch einen Film gedreht, dass wir nur einen. Ja. Dafür einen längeren. und der kommt demnächst raus. Also der ist auch wegen Corona, ist eigentlich der Release verschoben worden. Yeah. Weil der wäre Anfang Jahr schon rausgekommen. Und jetzt und die haben immer gedacht, hoffentlich kommt er raus, solange er im Rheintal wohnt. Das ist der James Bond von der Rheintaler Film. Ja, genau. Ist wegen Corona verschoben worden. Ja, nein, wirklich. Und der kommt jetzt raus und ich wohne jetzt gar nicht mehr dort. Aber ich würde gerne im Rheintal wohnen, wirklich. Aber ich bin natürlich eben zu der Freundin gezogen, weil sie ist der Chef. Sie verdient ein Brötchen, ich bin da. Ja, ich bin halt die angezogen ist, oder? Ja, also zumindest, ich sage jetzt, auftrittsmässig hat es wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht. Ja, nein, sowieso nicht. Ja, und dann bin ich auch flexibler, ich kann auf überall hergehen auftreten. Ja. Aber das ist auch ein Grund für die Autoprüfung. Tu mich leichter posten, weil der nächste Migo ist. Ich gehe lieber im Migo posten und da hat es in unserem Dorf keinen. Hat es nicht mal einen? Nein. Also es hat einen Coop und einen Volk. Ja. Also es hat noch Volk. Und Volk ist gleichzeitig an Post. Und ja. Und Kirche. Ja, und wenn du aus dem Rheintal kommst, weißt du, das Rheintal ist schon recht urban, das würde man gerne denken, aber darum, es ist alles sehr, sehr nah aufeinander, oder? Das stimmt natürlich. Es ist sehr, sehr belebt, es ist total anders als wie in der Provinz aus. Aber es ist schön, das Thurgau, das ist Äpfelbäume und Bäume, Äpfelbäume und der Bodensee natürlich, ja. Den ganzen Tag siehst. Und jetzt, Deutschland, den ganzen Tag. Du hast mir eben mal erklärt, dass wo wir das erste Mal in Herbruck gespielt haben, hast du gesagt, man darf auf keinen Fall sagen, Hallo Herbruck oder die Menschen aus Herbruck oder was weiß ich. Weil das wirklich einfach per Zufall das Kinotheater gerade in Herbruck ist. Es ist in Herbruck, aber die Leute sind von überall her. 300 Meter weiter ist irgendwie schon die nächste Gemeinde. Ja. Und die kommen dann auch von dort. Ja, genau, ja. Ja, eben, also es ist wahnsinnig zu beachten. Also, sie verzeihen es auch natürlich, aber
Ja, aber es ist so. Sie haben ja mal eine Stadt werden. Füges, die grossen 5 Gemeinden, eine Stadt. Wirklich? Ja, es sind so 5 Gemeinden zusammen. Also Herbruck ist eigentlich selber keine Gemeinde. Also es gehört zu Au, zur Gemeinde Au. Yeah. Zur Hälfte und zur Hälfte yeah. zu Bagach. Und Au ist auch immer so ein Problem, weil Au gibt es ja nochmal eins. Au gibt es in Zürich, ja. Eben. Und für diejenigen, die mit der Rechtschreibung nicht so bewandert sind, gibt es auch eine Altstädte in Zürich, aber da schreibst du mit E und nicht mit E. Ah, ja. Aber Bux. Ja. Yeah. Bux gibt es auch noch eins. Das ist Luzern sonst. Ja, der Schweiz. Der Schweiz. Ja, ja genau. Ja, 5 Gemeinden, eine 5 Stadt. Eine Stadt. Haben zu viel machen, so, damit es in der Ostschweiz heute nochmal eine Stadt hat, die mehr Gewicht hat. Das ist dann nicht dazugekommen. Aber. Wieso nicht? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon Weile her. Also, wenn ich mal gehört habe, dass so die ganze Sache, wenn im Prinzip auch eine gute Idee, dann nicht so durchdenkt. Wie es hätte sollen. Oder eher so ein bisschen ein Schnellwurf. Okay. So. Mhm. Ganz kurz die Frage, ob du den Ring kannst abziehen. Ja. Sorry. Ich knallt die ganze Zeit. Wieso können wir noch weiber? Nein. Oh mein Gott. Wegen dem Rheintal, der Crime war ja da gesehen und hat so ein bisschen erzählt, wie er angefangen hat, dort mit Musik. Mhm. Du hast ja auch zuerst Musik gemacht, bevor du überhaupt mal überlegt hast, Comedy zu machen. Ja, die erste Band 1995, glaube ich. Wirklich? Ja. Boah, da bin ich 7, siehst du das vor? 96, schon. Ja, genau. Und dort, wie auch, ihr habt es gehört mit dem Crime, und er hat absolut recht. Auch mit dem, auch wir haben das erste Konzert in einer Kirche gehabt. Weil einfach dort eben, weil die, also bei dem. Wo auch noch Erfolg ist und noch eine. Ja, nein, nicht, ja genau. Nein, Erfolg, ja. Nein, das ist okay. Wir hatten einen Kolonialwarenladen in Wittenau. Was? Einen Kolonialwarenladen. Nein, das war eine Dame, gewesen, Agnes Frey, die ist mittlerweile verstorben. Die hat einen Kolonialwarenladen gehabt. Also aufgetan, frag mich nicht, sag jetzt mal in den 50ern. Oder? Ja. Weiß auch nicht. Oder 60er. Und da war im Telefonbuch auch noch drin, das Kolonialwarenladen. Es war einfach so ein kleines Lädeli, halt, vor allem Lebensmittel, also nicht viel. Und vor allem sind jetzt dort Zeug zum Krömeln, also so Süßigkeiten und einzelne Ziggis. Und so. Und nach der Schule ist man dort immer, haben wir sich dort getroffen und ist bei ihr Zeug gekauft, verschiedene Sachen für 2 Stutz. Und dann hat sie da den Händen, die sie vor dem Garten geschafft hat, und es war original, wirklich. Und eben einzelne Zigaretten und so. Und draußen alle 5 Gläser. Ja, logisch. Das sind wahrscheinlich so einzelne Zigaretten. Und das ist schon Wochen gesehen, so 10 oder 20 Rappen. 10 Rappen, ja. Aber dort hat das Päckchen auch noch knapp 4 Stutz gekostet. Genau. So. Yeah. Ja. Eben, es ist jetzt planiert. Die ist nicht mehr unter uns. Aber ja, es ist so. Das, also bis zu. Ich weiß nicht mehr, wenn sie dann auch den Laden zutut, bis etwa 80 oder so hat sie gearbeitet. Krass. Oder hat sie den geführt. Ja. Und dort hast du auch mal einen Auftritt gehabt? Nein. Also dort, wie ich weiß, das Kirchgemeindehaus von der Evangelien. Und dort, halt, ist ein bisschen evangelische Kirche, ist mir ein bisschen. Ja. Also mit dem, also so abstoßend so ist irgendwie ein Gottesdienst mit einer Rockband, oder? Kannst du dir vorstellen. Also, das passt rein und vorne zusammen. Aber ja, dort hat man halt so. Hast du nicht Highway to Hell können singen? Nein, aber ich habe gesagt, oh, was wie wenn wir es würden spielen. Aber nein, ist ja so schlimm genug gewesen. Haben, ja, Reincarnation haben wir geheißen. Wirklich? Oh, das ist aber schon. Wir haben den Proberaum dort gehabt, wir haben noch keinen Bandnamen gehabt. Wir haben einfach einmal geprobt. Und dann ist irgendeiner von der Band neben drauf vorbeigelaufen, oder der Hampi mit der Google. Und der sagt, was ist denn der heiße Reincarnation? Und wir alle, geil! Und ich habe nicht gewusst, was das heisst, aber es hat geil getönt, richtig Englisch. Und Reincarnation. Und dann, ja. Aber wir hatten dann ein paar Konzerte noch gehabt. Aber ja, eben von der Auftrittsarten her, also es ist immer schwierig, wenn du eine Band hast, wenn du eigene Sachen machst. Ist es überall noch, also was jetzt auf dem Level, ich habe jetzt noch eine Band, wo man nur eigene Sachen macht. Yeah. Und da kommst du natürlich, du kannst nicht an den Festen spielen oder so, oder dann bist du so auf spezielle Läden eigentlich angewiesen. Ja. Yeah. Und ja, da gibt es im Rital wirklich nicht viel. Also mit dieser Band, tust du ab und zu noch so einen Stuft drauf? Also nicht mehr mit der. Nein, aber ich meine mit der jetzt. Aber dort sind es eben nur eigene Songs. Ja. Hingegen, wenn du allein spielst, dann tust du ja einfach Beizen kaputt spielen und so Zeugs, oder? Ja. Dann gibt es irgendwie Rheintaler Fasnacht. Ja, nein, Fasnacht jetzt nicht so. Also Fasnacht, dort habe ich 5 andere Bands noch und einmal noch Tanz. Was?
Ja, ja, immer fünf. Ja, ja. Ist, ja, ich lebe davon, gell? Ich muss schauen, wo ich spielen kann. Ja, und dort ist, also mit dort spielen wir jetzt fast nicht mehr. Das war eine österreichische Formation, dreilagig. Das ist Tanzmusik. Also vor allem dort haben wir, also ich glaube, das Maximum war schon mal, gewesen, dass wir, was haben 40 Hochzeiten gespielt in einem Jahr oder 35 sicher oder so. Sicher nicht. Ja, wirklich. Viel. Und dort halt von Abba bis Zappa alles. Ja, yeah, natürlich. Schlager und Querbeet. Und dort hast du auch so Faschingsbälle geschrieben. Also die Vorarlberger, die Österreicher neben dran, die haben Faschingsbälle noch. Yeah. Die sind noch ein Zacken traditioneller als da wie bei uns. Einfach pass nach, wo wir hatten, oder? Bei uns im Tal. Yeah. Die sind noch recht traditionell unterwegs. Und dann hast du so die grossen Bälle mit Faschingsprinz und der ganzen Zinnober. Aber hauptsächlich nicht, ja, sehr viele Hochzeiten gespielt. Also brutal viel. Und dann hast du nochmal vier andere Bands und ja, das sind alles Mögliche. Ja, alles Mögliche. Aber selbst sind alles eigentlich Coverformationen. Ja. Yeah. Oder? Einfach für eben ein Rockduo, also wo wir das zweite sind, wo wir spielen. Dann noch ja, einfach zwei, drei andere Bands noch. Wo wir, das hast du das eigentlich nicht mehr gewusst? Ja, eine Schlager-Rock-Band haben wir jetzt gerade ins Leben gerufen, letztes Jahr. Wow, was ist Schlager-Rock? Ja, eigentlich spielen wir, also Beinhardt heißen wir, weil der Song, yeah, oder? Den Song spielen wir natürlich, dann kommen wir heißen oder so. Yeah. Und dort spielen wir, ja, ich sag jetzt, also so die Gassenhauer eigentlich. Yeah. Weißt du, du kennst Anita, verdammt, ich lieb dich und yeah, so Sachen. Yeah, yeah. Und dann einfach ein bisschen okay, rockig. Also rockig. Es geht gar nicht mit einer elektrischen Gitarre, ich spiele akustisch und singe. Ein Drummer und ein Bassler. Yeah. Und da wär recht gut gekommen. Dann jetzt halt auch Corona. Und Live-Karaoke-Band, wo die Leute dann eigentlich selber singen können. Ah, herrlich. You Rock heissen wir dort, ja. Auch dort, da weiss ich noch, ich bin mit dem Frauenfeld gespielt und da bin ich schon im Perron gestanden mit meinem Zeug und dann ist gerade auch aufgekommen, abgesagt. Weil das war im März gewesen, letztes Jahr. Und dort ist gerade so der erste Lockdown hat dort angefangen. Ja, warte jetzt, das ist in dem Fall Antwort. Ah, Antwort ist 15. März oder so. Ja, aber Antwort ist der Freitag gesehen, der 13. oder der Montag? Oder selber, ja. Nein, der Freitag, der Montag, der 16. Nein, ist Freitag. Weil am Freitag haben sie schon irgendetwas reduziert auf. Ja, genau, wegen der Zuschauerzahl. Dann hat der Lader dort gesagt, nein, und dann, ja, und dort hat es angefangen aufhören. Der Anfang vom Ende. Aber wo dann, also letztes Jahr, ja, ja, so im sag jetzt Juni, Juli, August, also nein, eigentlich Juli bis September, Anfang Oktober habe ich eigentlich wieder zu tun, weil ich auch viel allein spiele. Yeah. Und dort brauchst du natürlich, also dort, wenn es nur 30, also die grossen Beschränkungen der Leute haben jetzt mir nie etwas angetan, weil so viele Leute habe ich nicht, wenn ich spiele. Yeah. Regel, oder? Und dann habe ich eigentlich Privatanlässe und so weiter, habe ich immer noch gut können spielen. Ja. Yeah. Aber jetzt dann nachher, jetzt über das Jahr ist man dann völlig zusammengefallen. Und eben jetzt am Samstag das Konzert, wo ich, also letztes Samstag hatte ich das erste Konzert dieses Jahr. Mhm. Das ist schon heavy. Und jetzt den kommenden Samstag habe ich eins, wo ich dann wirklich allein bin. Vorne mit zwei Musikern gespielt, letztes ja. Samstag. Und jetzt diesen Samstag bin ich wirklich allein. Das ist eben das, was ich gemeint habe. Nein, das aber ist, allein. Das ist ja neu, ja. Ab jetzt, genau. Wenn du spielst, spielst du nicht. Ja. Nein, aber das ist, bin ich gut da. Das ist der Eindruck, den ich immer hatte. Ich kenne dich nicht schlecht. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du machst bitte Comedy und dann spielst du einfach noch mit deiner Gitarre an irgendwelchen Festen. Ah, nein, ich wusste, dass du irgendwie also 37 Bands hast. Nein, nein, also im 19 von den 105 Auftritten, die ich hatte, sind etwa 80 sicher Musik. Ja. Yeah. 75. Yeah. Ja. Ja, stell dir vor, mein extravaganter Lebensstil. Das ist ja, du bist H&M, kostet auch etwas, oder? Wie viele schwarze T-Shirts hast du? Nur, weißt du so? Eben, wie viel? Jetzt habe ich wieder aufgestockt, jetzt habe ich wieder einen 3er-Pack gekauft. Eine Zeit lang hast du immer so eine Basel-Landschaft, ja, eine Kantonalbank. Zwei. Ja, ich weiss nicht, ob ich bestellen genau. Das ist langsam gegraut. Deine, die ich für Basel Kantonalbank gespielt habe. Ja, ja, mit ja, dem Logo. Du bist ja immer auftreten mit dem. Ja, okay. Ja, es war schon bequem. Ich hasse es, zu meinen Kleiderläden gehen. Ich hasse es, wie Zau. Ja. Es ist erstens, es ist viel zu warm. Und die verträge es nicht. Überall wuschig, wenn es warm ist. Wirklich. Ja, und ich habe nicht so gerne bedrucktes Zeug. Und wenn es irgendwann heisst XL, 3er-Pack, 20 Euro oder so, wenn ich es jetzt zu Österreich geholt habe, dann ist das für mich tipptopp. Absolut. Und, ja. Ich gehe auch nicht gerne zum Coiffeur, aber zuerst, ich muss jetzt wieder mal. Ja, aber eine Zeit lang hast du zuerst den fiese Undercut gegeben. Ja, ja, voll. Ja, ja. Das wäre eigentlich auch wieder das Ziel, aber meine Freunde haben es gefunden, dass ich sich doch jetzt hart aus.
Wirklich? Ja, jetzt eben. Und sie jetzt hat irgendwas mal keinen lassen, wegen längeren Hosen gekommen. Darum, bada. Ja, jetzt ist eine richtige Dad-Fritte. Ja, ich weiß. Sie sieht irgendwann aus wie Roseanne. Nein, jetzt haue ich es wieder mal ab. Dann ist auch verdammt warm, weißt du. Und da Scheissdreck und ich weiß nicht, was das will da. Jetzt habe ich angefangen, das Seckkarte mit der Maske, weißt du, mit der Maske will anlegen und einen Tor für den Grübel. Ja. Das, was du auf der Seite hast, hat meine Mutter immer Tannenbäumchen genannt. Ah, ja, das ist schon nett. Das schaut so ein bisschen aus. Ja. Es sieht eigentlich aus, wie immer schnell wie mit dem Velo fahren. Weißt du, so. Ja. Aber eben, ich dachte, ich lasse mal wachsen vielleicht, oder? Aber jetzt, nein, das überzeugt mich nicht. Und mit einem Mann. Ja, jetzt einzige, was ich einfach noch heiße, ist die Tochter, oder? Die kennt mich jetzt noch mit sehr längeren Haaren. Mhm. Die haben mal den Bart vollgeschnitten. Letzte Mal, was ich vorgestern. Ja, gerade wollte ich sagen, das habe ich gesehen vor zwei Tagen. Und jetzt ja, genau. Ja. Müssen husten. Nein, verstehe, dass sie mich noch kennt. Aber jetzt sieht sie ja besser. Wieder, da bist du wieder am Monatchen, oder? Wie sieht sie jetzt? Also, weißt, am Anfang sehen sie ja fast nichts. Yeah. Und dann langsam umrissen und so. Und ich weiß nicht eben. Ob sie mich dann noch kennt, oder? Ich habe mal gehört, nach drei Monaten sehen sie überhaupt mal etwas, oder? Ja, so oder mehr, ja. Du merkst es auch, wie es auf Sachen in der Ferne reagiert. Ja. Ja, oder? Jetzt der Fernseher. Ich bin jetzt alle mit ihr daheim und jetzt bei allem Dexter schauen, momentan. Dexter kennst du vielleicht. Natürlich, ja. Der Massenmörder. Ja, genau. Und jetzt muss ich eben langsam umdrehen, oder? Wenn da noch etwas ist. SpongeBob. Ich das Gefühl. Ja. Ja, einfach damit sie es nicht sieht. Ja. So. Ja. Kannst du den anderen auch noch abziehen? Ja. Sorry, jetzt knallt alles. Fangen wir nochmal an. Ja. Die letzten 35 Minuten, die können wir streichen. Ja. Nein, wenn du dort irgendwie so rumgespielt hast, Kirchen etc., ich bist wegen Bliss so ein bisschen zur Comedy gekommen. Nicht einmal, nein. Weil, das muss man auch sagen, du bist mal bei Bliss. Ich bin bei Bliss, und ja. Dein Bruder ist immer noch bei Bliss. Genau, ja. Yeah. Für mich ist der Bandname. Wirklich? Ja, für mich ist der Bandname. Also, ja, das ist meine Idee gewesen. Du bist der Xavi von Bliss. Ja, ich finde es ein guter Name. Was kurz, kannst du merken, kannst du Logo das machen. Absolut. Das ist etwas Eigenes. Ja. Genau. Nein, ja, Comedy. Nein. Nein, Comedy ist einfach, weil ich selber Comedy auf dem Mögen habe. Ja. Yeah. Und dann habe ich, das ist eben, der erste Auftritt ist im Weissen Wind, Zürich. Lachen und Machen hat es wahrscheinlich noch geheißen. Nein, es hat einfach Comedy im Weissen Wind. Comedy ist Open 2013 Stage. Oder so. Ja. Yeah. Oder so irgendwie. Also, es ist recht weit zurück. Weil im 15. habe ich den ersten Gehörig-Auftritt gemacht, im Oktober 15. Ja. Yeah. Und da ist etwa zwei Jahre vorher oder so. Irgendwie. Auf jeden Fall, ich habe dort viel Comedy geschaut, viel Billy Connolly bin ich jetzt noch ein sehr, sehr großer Fan. Und ich hatte dort das Gefühl, ich kann auf die Bühne und erzählen. Da kommt dann so. Und dann bin ich auf die Bühne und habe einen Witz gebracht, den ich bis heute noch fast bringe. Aber eher so, ich habe das einfach so gesagt, weil es eigentlich wahr ist. Das ist der mit, wegen irgendwie, ich wäre mit dem Auto gekommen, aber irgendwie sie hat gesagt, ich soll mit dem Zug, also sie kann Kantonspolizei sind Gallen, oder? Weil das dort gerade aktuell war. Und das habe ich, also, das habe ich irgendwie so gesagt und dann haben die Leute gelacht und dann bin ich hoch verschrocken. Völlig ausgereiht. Und danach habe ich einfach weiter erzählt. Und, also ich kann dir nicht sagen, was, aber es ist nichts. Eben, die Leute haben dann, ich bin einer von denen gesehen, die Leute wollten lachen, aber ich habe ihnen so nichts gegeben. Genau. Ja, also, Alter, was bringst du überhaupt? Ja. Wirklich. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, du kannst auf die Bühne und kannst erzählen und es kommt dann gut, oder? Und dann habe ich es dann nochmal gemacht, irgendwie ein paar Monate später, mit dem gleichen Resultat. Und dort habe ich erstmal den Charlie gesehen, weil der ist dort auch auftreten. Ja. Und dann habe ich ihn angeschaut und gedacht, so, wie der Hund auf der Bühne steht. Weißt du, so mit der Selbstsicherheit. Yeah. Cool, weißt du, so. Und ich habe dort oben nichts verloren. Ich habe das im Leben nicht. Und dann habe ich das Thema eigentlich beerdigt. Comedy. Ist ja gemein, wenn man einen von den ersten Auftritten mit dem Charlie hat, dann tut man alles hinterfragen. Ja, es ist so. Ja, der Büssi hat dort einmal noch moderiert und auch selbst. Aber der nicht. Das ist Lachen machen, hat es mal geheißen. Ja, vom Dani organisiert, ja, oder? Dani, ja, Mundelfinger, ja. Auf jeden Fall. Und nachher habe ich es eigentlich lassen. Und dann
Der Lorenz von Hauskrieg, also von Stand-Up, yeah. hat mich dann eingeladen an die erste Ausgabe von Stand-Up im Berner Theater. Und das war dort im Oktober, nein, das war im 15. gewesen. Meint er, ja, mal. Und einfach, weil, also als Publikum ist, als Gast, Publikum ist. Und dort habe ich dann die Show geschaut und dann hat es einen Newcomer gehabt, wo auch, der hat so einen schlechten Tag gehabt und es ist wirklich, eigentlich auch da, halt, er hat 5 Minuten müssen machen und er ist wirklich gestorben und ich mit ihm. Weißt du? Und dann habe ich aber gedacht, komm, da bringe ich doch hin. Und dann bin ich aber hergegangen und der Lorenz, aber da, dass ich für Blitz geschrieben habe, hat er gesagt, ja, ist gut, kommst du in 5 Minuten, Slot über. Und dann bin ich wirklich hergekommen und habe dann 5 Minuten dann auch umgeschrieben und hat dann tatsächlich einen Text gehabt. Ja. Und somit ist das nicht so ein Fiasko geworden. Und dann hat mir die Grundidee... Sind wir da zusammen auftreten? Nein. Ich weiß nicht, aber ich weiß noch, dass ich einen von der ersten in Bernhard, vielleicht ist es dann auch schon Tour gesehen, dass quasi eben der Newcomer Spot. Es ist im Berner Theater in Zürich. Ja. Und dann bin ich nochmal zweimal bei Lachermacher gewesen. Ja. Kurz auf ab. Also eben, ich wollte eigentlich den einen Auftritt absolvieren und dann wäre es gut gewesen. Und dann hat mich der Gundelfinger gefragt, ob ich bei Lachermacher auftreten könnte. Und dort habe ich noch voll gearbeitet und alles. Und dort habe ich es dann eigentlich angefangen, weiterverfolgen. Ja. Und dann mehr machen, ja. Weil, was ich bei dir, der Charlie sagt es einfach mal, was bei dir faszinierend finde, du bist also ein absoluter Stand-up-Comedy-Kopf. Du kennst quasi alle Comedians und Bits von ihnen und Jokes und kannst sie auch noch nacherzählen. Und, wenn es jemals Zweifel gibt, ob es eine Nummer oder irgendein Joke schon gibt, kann man laut dem Charlie dich und mich fragen. Und dann ist man sich sicher. Ja. Ist manchmal aber ein Scheiß, hast du das auch schon gehabt, dass du irgendwie denkst, also ich habe einen, wo ich jetzt noch nicht sicher bin, ob der Jim Norton den man gebracht hat oder ob man den wirklich selber in den Sinn ist. Aber es ist mit dem irgendwie Vergleich 6 Stand-Up oder? Yeah. Und dann irgendwie versucht, zum nicht in die Kamera zu schauen. Und dort, ich habe den wirklich gebracht und dachte, das ist geil und cool. Und dann irgendwann nachher habe ich bis heute gedacht, hätte ich den Norton irgendwann mal gebracht. Die haben ihn aber nie gehört, aber es dunkelt mich so. Aber weißt du, es ist schon manchmal dann, kommst du auf irgendeine Idee und denkst, geil, und dann, fuck, aber da ist schon euch bei dem. Ja. Yeah. Oder? Ich weiß aber, der Charlie und ich im 17 in L.A. Sind wir ja, also einerseits sind wir in New York einmal auftreten, nachher sind wir viel in Comedy Store Sachen schauen. So Comedy Store ist L.A., oder? Ja. Und es ist so lustig, wie immer wieder mal, du siehst ja irgendwie 16 Comedians an einem Abend. Und einfach so 15 Minuten Slots, tag. Und dann hat immer so gefühlt alle halbe Stunde ein von uns so, weißt du? Und dann lacht ich so zum Charlie, was ist? Er so, ja, ich habe jetzt gerade an so einen Joke überlegt für nächstes Programm und so, weil wir sind ja für unsere Programm am Erarbeiten. Ja. Und es hat aber eigentlich auch geholfen, weil mit der Zeit habe ich mir selber beigebracht, wenn ich schon nur das Gefühl habe, dass es das könnte geben, dann mache ich es nicht. Okay. Und das hat mir extrem geholfen, halt wirklich eigene Sachen zu kreieren. Ja. Eben, zum Beispiel, es ist so verlockend zum Teil. Ja. Yeah. Ein Gedankengang ist eigentlich wie Cover, wenn du so willst, im weitesten Sinn. Ja. Yeah. Oder? Absolut. Und dort habe ich dann so wie gemerkt, mit der Zeit, so nach 2 Programmen wahrscheinlich, ja, habe ich dann wirklich gemerkt, es kann ja gar nicht von jemand anderem sein, wenn ich wirklich meine eigene Geschichte erzählen, mit meiner Sicht, wie ich mich dort verhalte. Ja, irgendwie das. Ja, also. Ja, klar. Ja. Und die Sachen, die nicht meine Geschichten sind aus dem Leben, sind dann eben so etwas wie 079. Oder ich habe so einen, da hast du glaube ich auch schon mal gesehen, ich habe so einen Witz über Postleitzahlen. Mhm. Ja, genau. Ja. So, weißt du, wo ich dann so merke, das ist so spezifisch für die Schweiz. Mhm. Ich sehe auch das ein bisschen als Ziel, dass wenn jemand in der Schweiz eine Comedy-Show gut schauen geht, dass sie irgendeinen Bezugspunkt kriegen. Ja. Weil sonst kannst du ja auf Netflix schauen. Ja. Oder? Ich bin daran einfach... Eben, weißt, ich muss auch wissen, der Joke ist wirklich von A bis Z bei mir. Yeah. Entschuldigung, vor mir. Aber es... Zum Teil gesehen ist auch, oder gesehen ist halt es für möglich, dass ein anderer auch über den gleichen, oder wenn du sagst, du bist doch nicht der Einzige, der jemals einen Witz gemacht hat, irgendwo jetzt ein Comedian oder auch sonst Leute, über 079, oder?
Es ist, solange es deine Ware ist, ist es gut. Oder? Absolut. Das ist wie, wieder bei der Musik. Ich meine, ich benutze auch den Griff D und C, auch wenn ein anderer ist oder Song sind oder so. Absolut. Ich bin hure verschrocken, wo ich wieder das mit dem Sex und Stand-Up vergleiche und dann sehe ich irgendwo zumal Trevor Noah. Mhm. Und ich, nein, jetzt bitte nicht, oder? Weil ich habe immer gedacht, nein, ich bin schon selber auf das gekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja Neuling, dass das ein anderer auch macht. Yeah. Dort hätte ich jetzt aber auch gedacht, wenn, aber er hat etwas total anderes erzählt, oder? Das ist also nicht mal in der Nähe voneinander. Aber im ersten Moment, ich so, oh nein, bitte nicht. Weil dann kann ich es nicht bringen, weil obwohl ich selber weiss, das ist von mir, aber jeden anderen dann, ah, komm, das ist von Noah geklappt. Yeah. So. Ja, und das ist, also es ist ja das Gemeine, genau wie du sagst, bei der Musik, gibt es ja auch noch eine begrenzte Anzahl von Griffen. Mhm. Ja, klar. Und bei der Comedy ist es schlussendlich das Gleiche. Mhm. Und ich habe das Gefühl, manchmal vermischen auch die Grenzen, vor allem bei Menschen, die etwas kritisieren, was jetzt genau Diebstahl ist und was halt wirklich einfach ein Gedankengang ist. Oder? Ja, ja. Ich habe mal, Theater ist übertrieben, aber ich habe mal so ein bisschen Diskussionen gehabt mit Menschen online, wo ich so einen Joke hatte darüber, dass ich mich aufrege, wie Menschen ihre Telefonnummern nicht im richtigen Rhythmus können sagen. Ja, genau, oder? Ja. Und es war einfach so 079, 242, 55, 39. So, ja, genau. Oder? Und dann gibt es aber die es halt anders machen. Ja. Und ich habe das irgendwie gespielt und dann hat irgendwie, frag mich nicht, sicher ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre später, hat der Lobrecht, wo das gerade so langsam am Durchstarten gesehen ist, hat er in Köln die XXL Comedy Nacht, wie sie immer heisst, in der Lanxess Arena gespielt. Ich glaube, es ist die Lanxess. Und hat dort die gleiche Beobachtung, wie gewisse Menschen Telefonnummer falsch sagen. Und dann sagt er irgendwie, kann sie ja gleich löschen, sowas. Oder irgendwie so. Und dann sind auf einmal Leute bei mir gekommen, wo ich dann irgendwie mal mein Video gepostet habe. Das ist gestohlen, Felix Lobrecht. So, und ich so, hey, nein, ich habe das vorher schon gespielt, aber das Problem ist dort, der deutlich bekannter, deutlich erfolgreicher. Dann bist du so automatisch als Kleinerer, bist du der, der gestohlen hat. Du bist genau, musst ja fast sein. Eigentlich nicht einmal so muss. In dieser Unterhaltung aber kommt dann irgendwann jemand und postet ein Video von King of Queens. Wo wie heißt der? Der Jerry Stiller. Ja. Ich weiß nicht, wie er in der Serie heißt. Arthur. Irgendeine Telefonnummer im Kevin James diktiert. Ja. Und er macht es eben auch im falschen Rhythmus. Ja. Und er regt sich auf und diskutiert. Aber eben, selbst so etwas Alltägliches, oder? Das richtig. Und dort merkst du dann halt, was ist jetzt genau der Punkt, wo du die Grenze setzt. Ja. Aber ja, eben ja, das, einfach das Ding, wenn ich weiss, ich bin überzeugt, weil ich in dieser Situation mit den Hinterfragen, wenn ich so bei einem anderen Joke irgendwie so, habe ich den wirklich nicht irgendwo mal aufgeschnappt und weiss es noch nicht mehr. Aber generell, wenn ich weiss, das ist wirklich von mir, dann ist es mir eigentlich auch gleich, gut, ich habe es noch nie, zum Glück, noch nie irgendwelche Nachrichten bekommen auf meinen Act. Yeah. Aber ich müsste dann sagen, ich glaube, ich würde es dann, wenn ich von mir selber überzeugt bin, mal das ist meins, dann würde ich es auch spielen und... Voll, voll. Ja, wenn du so ein Slalom dann noch musst machen musst und denken, okay, weißt, noch fast dein eigenes Material musst du recherchieren, für den Fall das. Ja. Und dann kommst du nicht hin. Das ist dann eben bei dem Telefonnummer-Ding gesehen, wo ich so gemerkt habe, die Beobachtung, die ist bei allen gleich, aber das Endresultat, die effektiven Witze, sind bei allen drei völlig anders gesehen. Ja. Oder? Ja. Aber ich verstand, dass man als Zuschauerin oder Zuschauer in dem Moment einfach nur das Objekt gesehen. Nämlich das Objekt ist Telefonnummer falsch gesagt. Dann los ist gar nicht, was aber der effektive Witz ist. Aber selbst ist manchmal auch so ein bisschen, jetzt weiß ich, wie er es macht. Oder weißt du, Das finde ich aber noch nicht so cool. Weißt du, wie wenn irgendwann ein Zauberer etwas macht und der ist, ich weiß es, ich bin dann doch auf der Linie. Aber weißt du, ein bisschen.
ich meine, es gibt ja die klassische Regel, zum Beispiel, man sollte ja keine Witz über, frag mich nicht, zum Beispiel über das Fliegen machen, weil es schon alles gegeben hat. Und dann gibt es aber irgendwie, alle paar Jahre gibt es jemanden, der kommt und zwar über das abdroschenste Thema ever redet, weil halt einfach logischerweise, vor allem früher, Comedians sind viel geflogen. Ja. Das heißt, die haben alle immer tolles Flugmaterial gehabt und irgendwann ist alles durch. Aber und du hast in jedem Spruch gesehen und irgendwann, so alle 5 Jahre, kommt jemand und hat einen völlig neuen Twist. Über was in einem Flugzeug kann passieren, oder? Ja, es sind manchmal Sachen, die du gerne wieder mal hörst. Weißt du, so, oder halt so eine Art Joke, wo du gerne wieder mal hörst. Irgendwie. Absolut. Ich meine, zum Beispiel, ich habe... Männer-Frauen ist ja so, ich meine, vor allem in Deutschland, oder? Also so in den 90er ist das Männer-Frauen-Thema, oder? Das ist brutal breit gekauft worden. Du hast können das Olympiastadion füllen damit. Ja, genau. Ja, genau, oder? Aber es gibt jetzt noch, auch ich erzähle gerne so Zeug, irgendwie, wenn ich eben... Es ist einfach immer, es ist ja irgendetwas, was präsent ist, oder? Und wenn ich zu meiner Freundin ziehe, dann, oder, und irgendwie darüber rede, dass wir zusammen die Möbel durchgehen und ich komme dann noch mit meinem Stuhl, oder so. Yeah. Es sind so Sachen, wo halt dann ist Dauerbrenner sind, oder? Das ist ja das Spannende. Es ist ja dann nicht einfach, Männer sind so, Frauen sind so, sondern es ist ja die Erfahrung in dem Ganzen. Ja. Und Menschen können sich in dem wiedererkennen. Ja. Das finde ich eigentlich das Geile. Ja. Und was du auch gerne machst, du drehst sie auch immer mega gerne um. Du bist ja der, der kein Geld verdient. Und richtig. Du hast eigentlich das klassische Rollenbild, das du eigentlich umdreht. Ja, oder? Genau. Ja, ja, habe ich auch. Jetzt weiss ich wirklich, was Sexismus ist. Weil wenn ich sage, wenn die Reaktionen, die ich von Frauen bekomme, auf die Tatsache, dass ich eigentlich Stay-at-home-Dad und sie geht arbeiten, es ist von Belustigung bis zu du spinnst, geht doch nicht und so. Aber wirklich voll im Ernst. Weißt du, und dann denkt, wegen meinem Geschlecht, ist klar. Ja. Und es ist auch wirklich so, Frauen, weißt du, also gerade so in den ersten paar Monaten, ich meine, da gibt es nicht, oder? Eine Frau, eine Mutter ist nicht viel besser geeignet, das ist schon klar. Ja. Oder? Aber nachher kann es sehr gut gehen, oder? Und ich habe da überhaupt kein Problem damit, oder? Aber wirklich die von Frauen, das ist peinlich. Ich kenne Väter. Du bist ein Mann! So, und ich so, Ich kenne Väter, die haben nach einem Jahr so ein bisschen den ersten Kontakt mit dem Kind gehabt. Ja, und nicht, weil sie getrennt sind von der Frau, sondern die haben alle zusammen daheim gewohnt. Ja, gut, ja. Nein, aber eben, das ist schon. Nein, aber es ist ja glatt zum so Zeug. Gerade weil ich sehe jetzt nicht aus wie der typisch Stay-at-home-Dad. Ja doch, mittlerweile eben langsam. mittlerweile ist eigentlich immer schon so ausgesehen. Mittlerweile sehe ich aus wie der Katzenbaum, wo wir da haben. Katze haben wir da zwei. Also, Katze hat auch noch? Also sie. Ja. Ja? Ich schaue jetzt auf die Krüppel. Gut. Ich verstehe es nicht, Katze. Also wirklich? Also, dass man Katze hat, ja. Ich finde Katzen recht geil. Ach, nein. Es sind zwei Kater. Stay-at-home-Kater. Großartig. Ja, ich habe einmal teabagged. Was? Mal wirklich. Ja, weißt du, sie hat. Die können mal, also halt das Fressen am Morgen, oder? Hat nie gegeben. Also jedes Mal, wenn ich Bier geschlafen habe, dann, weil die oder 5:30 an der Tür vom Schlafzimmer, oder? Und dann bin ich halt raus, weißt du, trotzdem noch kein Kind gehabt, oder? Und kommt so, kommst nackt aus dem Ding, oder? Weil dann noch nackt geschlafen, trotzdem. Das machst du jetzt nicht mehr. Das ist ein Bild, das du kannst behalten, gell? Hm, ja. Nein, jetzt nicht, ich kann mir blöd, weil ich schlafe auf der Couch. Ich will es nach. Und das Kind ist schon laut genug. Und ich will das Kind nicht auch noch traumatisieren. Ich habe echt ein Schnachproblem. Darum schlafe ich auf der Couch. Ja. So. Hätte ich mir jetzt bei dir nie können vorstellen. Ja, schon gerne. Ja, ich denke es wegen dem Saufen. Ja, denkst du? Das habe ich in mir. Kann man sagen, vielleicht hast du auch einfach genug lang gemacht, dass es jetzt auch bleibt. Ja, vielleicht, ja. Nein, das ist, ja. Ja, auf jeden Fall, dann komme ich so aus dem Schlafzimmer raus, oder? Die Katze dort und die schon mit einem schönen Wasserrohr, weißt du, so richtig am Morgen, oder? Morgen hat dann einfach die Tappe in der Küche, oder? Dann nehme ich so die Dinge auf, halt die so Küchenkombination ist da und dann nehme ich die Hefen auf, oder? Und das Futter rein und die eine Katze ist eben immer, weißt du, so. Und sie sind echt gross, also die kommen schon mit dem Kopf etwas auf die Höhe, oder? Wo halt auch... Ja. Also der ist schnell am Morgen, dann ist er so hochgekommen und hat geschaut, was ich mache, oder so, wirklich so gierig aufs Essen. Und irgendwann hat er das halt zwischen meinen Beinen gemacht. Und die ist dort, hallo? Und dann ist er wirklich zwischen meinem Sackenaht auf dem Kopf. Das ist nicht gestanden. Also hast nicht du in Teabag, sondern einfach Teabag quasi? Ja, er hat sich selber Teabag.
Du bist Prinzessin Leia. Wie geht das? Ich weiß nur mit Hunden, irgendwie, wie man zum Teil, vor allem wenn es größere Hunde sind, dass man irgendwie die muss trainieren, wenn ein Kind kommt oder ein Baby besser gesagt, dass die halt nicht irgendwie das Baby umbringen. Ja, es haben wir auch, also wir haben darauf geschaut, wie reagieren sie aufs Baby, oder? Bei Katzen hat es, also mir hat mir gesagt, gibt es vielfach, dass sie irgendwie eifersüchtig werden oder so. Yeah. Aber es war bei denen nicht das Problem gewesen. Yeah. Plus die haben so heiden Angst vor mir und ich weiß nicht wieso. Weißt du, ich tue ihnen nichts, oder? Ich glaube, sie sind einfach, sie sind nie irgendwie eine männliche Person. Oder nein, sie hat es, glaube ich, irgendwo her gerettet. Ja. Yeah. Oder? Sie haben einen leichten Dachschaden. Also ich sage jetzt da nicht wie so eine 40-jährige Singlefrau, so, oh, meine Katzen sind. Sie haben wirklich einen Dachschaden. Pissen auf alles, wirklich, schon schlimm. Wenn der eine einen Schuhfetisch wie Zauber schlägt, ihm auf den Schuh an, pisst ihn drauf, wenn er holt wird und so. Und naja, und eben, wenn ich daherkomme, weißt du, dann tschum, und dann sickert es weg und ich bin schon am Versuchen, zum, weißt, leislich auf sie zu gehen und möglichst unbedrohlich. Yeah. Aber es ist irgendwie, manchmal kommen sie und dann wieder so. Also vielleicht, ja, und weil ich jetzt immer ums Baby rum bin, ist das Baby eigentlich safe. Das ist gut. Ja. Aber in dem Fall sind deine Katze das Gegenteil. Oder eure Katze, das Gegenteil von der, die wir früher hatten, die eine, die hat null Angst vor mir gehabt. Mhm. Die hat es tatsächlich mal geschafft, da bin ich vielleicht 6 gesehen, hat sie es geschafft, dass sie so schnell durch den Gang gerannt ist und ich habe meine Beine ziemlich genug beieinander gehabt, dass sie mit dem Kopf einfach durch meine Beine durch ist und ich auf die Fresse gefallen bin. Wow. Ja, weißt du, vom Start ist nicht schlecht. Die hat wirklich meine Beine dabei. Die hat ja angegriffen, glaub mal. Ja, die ist nicht auf Twitter gerannt. Und raus und hat auf dir das Zeugs gemacht. Okay. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass die abschlecken. Weißt du, wenn die Katzen abschlecken, schauen sie, ob es essbar ist. Das Gefühl. Jetzt, wo ich auf der Couch schlafe, oder? Ich wäre jetzt immer noch um 5:30 am Morgen geweckt. Dann finde ich, das geht dann wieder. Ja, nein, das ist nur Scheiße. Ja, oh, Mann. Ja. Aber eben darum schlafe ich jetzt angelegt. Ja. So. Nein, aber sind lustig. Ich finde Katzen, aber gerade so zwei Kater oder so, weißt du, kannst du zuschauen, das ist ein bisschen wie Fisch. Oder sie sind auch sie schleichen so umeinander. Yeah. So wie Haifisch, dunkelt es mir auch so. Sie warten und warten. Und bei uns hat es eigentlich viel Maikäfer, oder? Also im Torgau. Ja, yeah, natürlich. Also Schwärm. Ja. Yeah. Wirklich. Und dann irgendeiner landet wieder auf dem Balkon und dann geht es los. Und dann kann ich jetzt auf den Maikäfer umeinander. Und man findet schon dabei und Zeug, ist herrlich. Tönt wirklich nach idyllischem Leben, ja, was du hast. Ja, wirklich. Ja, ja. Ja. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ja, wegen Comedy-Themen, wo so also Comedians sind keine Katzen. Nein, allgegenwärtig. Wegen irgendwie, Nein, also ein bisschen die allgegenwärtigen Themen. Mann, Frau, Sachen stellen etc. Eben Transport. Es wird eigentlich recht wenig gemacht über, sag jetzt, so die SBB, ne? Ja, hat es natürlich auch. Also die SBB, sag jetzt auch, so das öffentliche. Du kennst ja Schnitzelbank. Es hat mal eine grossartige Schnitzelbank gegeben, vom Singvogel. Ja, der Singvogel hat eigentlich hat er dort aus Format gebrochen und hat nicht einfach so einen Zweizeiler gemacht, sondern hat wirklich einfach ein fünfminütiges Lied gemacht über die SBB. Okay. Also das gibt es sicher auf YouTube. Ja, das ist so. Ja, das ist cool. Also dem geben wir auch sehr gerne Props. Da wird uns auch nicht von YouTube holen, sondern der Christoph gibt mal ein. Noch schnell die Mails checken. Ich finde es so geil. Ab und zu ertauft mir der Christoph, was er eigentlich macht. Während wir Scheiß dran labern, siehst du so. Ah. Ja, der ist cool. Ja. Yeah. Singvogel, ist der SBB? Drin. SBB, ja. Ja. Ah, wie lange geht's? 5 Minuten 21. Siehst du, 5 Minuten 21. Du bist gut. Wir haben jetzt Karton, dann können wir noch einblenden. Also, ich sage jetzt einfach mal, was jetzt habe ich vorhin gesagt? Ich zeig's dir, wir machen es so. Ja. Ich zeig's dir nachher privat. Oder du schaust es einfach, wenn du im Zug bist.
Wenn schon, oder? Das ist quasi Inception. Und die Menschen sollen eingeben, Sing Vogel SBB. Ja. Und das finde ich dann schon spannend, wie eben so eine Schnitzelbank, das ist ja dann eigentlich nur für das Jahr und kommt dort raus. Und dank eben irgendwie YouTube und so Zeugs. Sieb ist noch geil, ja. Bleibt das wenigstens ein bisschen, weil das ist. Meine Mutter hat mir schon, als ich ein Kind war, hat sie mir der eine Schnitzelbank erzählt, wo gegangen ist. Tramli, 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 tramli auf die Warte, nämlich. Das ist uralt, oder? Da hat sich so ein bisschen übertreibt über verschiedene Generationen. Aber so eine SBB-Song, das ist wirklich der Shit. Und sonst habe ich immer so das Gefühl, wir wissen es schon wie nicht mehr, aber hundertprozentig hat, also 99%, ich hätte irgendwie gefragt, mich nicht, der Kabarett Rotstift oder so, hat sicher eine mega Zugnummer gehabt. Ja. Der Emil hat doch so legendär, die da. Ja, eben. Killi von Wasser, genau. Ja. Absolut. Ja, aber eben, das ist auch ein gutes Thema eigentlich. Ich bin so froh, wenn ich nicht mehr muss mit der Öffentlichen die ganze Zeit. Das ist so glatt. Hey, Dadurch, dass ich so näher vor der Autoprüfung stand. Ja. Weil vorher, wo ich den Scheck wirklich einfach gesagt habe, habe ich halt nicht, ist ja wurscht, fahren eh schon alle Autos. Und eben, da kommst du in der Schweiz wirklich, also wirklich das hinterletzte Loch, kommst du irgendwie noch. Aber was man natürlich schon muss sagen, je nachdem, wo wir gespielt haben, hast du oft irgendwie eine dreieinhalbstündige Anreise gehabt mit dem Zug. Ja, klar, ja. Wobei eben, das Reisen mit dem Zug ist nicht wie Reisen mit dem Auto, weil im Zug pennst du mal eine Runde, suchst du ein Auto und schaust Fernsehen. Oder jetzt vor allem, wenn man seit Netflix und Amazon Prime auf dem Handy ist, ist Zugfahren eigentlich geil. Ist eigentlich wie ein Langstreckenflug. Ja, genau, ja, genau. Eben, und jetzt so gewisse Sachen, eben wie jetzt zum Beispiel da an, also selbst wenn ich könnte Auto fahren, ich würde da an, wäre ich auch mit Öffentlichen kommen, weil es einfach mehr Sinn macht, dass so ein bisschen, oder, dass du nicht in der Blechwelle drin hockst. Aber eben andererseits denke ich mir so, jetzt habe ich es gesehen, wenn die Leute sind zum Teil die Leute sind so rücksichtslos, es ist brutal. Ich finde es einmal geil, wenn der Zug anfährt, dann rennt alles richtig Eingang und vor den Eingang. Und du kommst nicht raus? Ja, du kommst kaum raus. Yeah. Es ist nicht irgendwie wie eine Linie, weil der Zug fährt dann ab, wenn er fährt. Ich meine, klar, hast du vielleicht nicht den Sitzplatz gerade am Fenster, wie du gerne hättest, aber sonst könntest du doch eigentlich einfach warten vom Zug ein bisschen weg, oder? Das und dann die Geister natürlich, die immer eins buffen noch. Genau, und wirklich noch so der letzte Zug, noch so halbwegs in den Zug reinrauchen. Ja, und vor allem halt Kippen überall an, obwohl das bestellt überall einen Cashback auf, oder? Aber nein, sie machen so lange, bis es dann wirklich ganz verboten ist. Und ich bin zu Österreich an einem Bahnhof gewesen, wo ich bin ja noch Raucher, und zu Österreich an einem Bahnhof im Freien. Wo nicht das Dörfer rauchen. Ja, klar. Und das ist einfach auch wegen Müll, den die Leute verursachen. Das ist nichts anderes, oder? Und die Leute haben es eigentlich so in der Hand, um denen entgegenwirken. Also generell mit Littering, oder? Das finde ich nicht so cool. Aber nein. Ich habe mal einen gesehen, der hat mich wirklich gefreut. Ich bin schon im Zug drinnen gehockt und der ist auch hin zum Zug und dann vor der Tür hat er noch seine Ziege geraucht und ich habe schon gedacht, oh, jetzt langsam. Und du hast richtig gedacht, weißt du, er hätte schon lange einsteigen, ist aber nicht, weil er noch fertig gepafft. Dann ist der Zug abgefahren. Dann hat er sich ein Loch für ihn geguckt und gedacht, du Arsch. Ja. Aber ja, so wirklich mega geil. Aber wenn sie so beim Eingang alle rumstehen, einmal habe ich wirklich gedacht, jetzt könnte ich Stage Dive machen. Ja. Also du könntest wirklich einfach direkt auf die ganze Meute draufkommen. Du kommst nicht raus. Vor allem, und ich habe gestern nach der Probe für mein Konzert am Samstag das Zeug mitnehmen, das sprich mit dem Mikrowagen, oder? Vom Proberaum, wo ich noch in Zwittnau habe, nach Güttingen, wo ich wohne. Ja. Und dann bin ich, eben, das ist nur eine Leistung, mit einem Mikrowagen oder so, oder also generell mit viel Gepäck. Was, mit einem Einkaufswagen oder was? Ja, weil dort habe ich meinen Verstärker, den ich habe, oder, der passt so gut rein, und Gitarre und Mixstein, also ist recht gut. Das ist mein Tourfahrzeug. Eigentlich regional, also überall dort, wo du ebenerdig rein kannst, oder bei einem Intercity oder so, wo rein geht das natürlich nicht mehr. Ja. Mit einem Mikrowagen, aber sonst geht es eigentlich echt gut, oder? Mit der Ebene. So. Ja, wie immer mit dem Mikrowagen unterwegs. Das ist ja verrückt. Vielfach, ja. Musst du das helfen für uns, gell? Absolut. Vor allem nur zwei Stutz, also weißt du. Das Verrückteste war mal, dort hat mich Panzergrenadier-Kompanie sowieso hat mich gebucht für ihre Kompaniearbeit, und zwar im Büch, also Bourg-André, rauf. Das ist die längste Anfahrt, die ich hatte. Ja? Mit Mikrowagen, ja. Das sind 4,5 Stunden etwa. Also ich konnte dort noch pennen in der Kaserne.
Aber es war geil, ja. Aber es war wirklich weit gewesen, dann, vor allem im Bus, im Migros-Wagen, das war mir schon gesehen. Aber, aber eben, ich habe immer gedacht, komm Scheiss, eben, Auto brauche ich nicht, das geht auch so. Und manchmal ist es ja das Leben fast interessanter, wenn du ein bisschen, ja, wenn du etwas musst tun, wenn nicht alles so bequem ist, bleibst du ein bisschen wach. Ich glaube, so, das Komikerhirn gibt sich gerne auch selber ein bisschen Struggle. Ja, sowieso, aber das ist... Damit einfach irgendwie... Ja. Damit der Komiker-Juice irgendwie bleibt, oder? Ja, wirklich. Nein, ja, und das, so kann da auch viel gutes Zeug passieren, was dann auch könntest verarbeiten. Könntest. Oh, ich habe einen brandaktuellen neuen Song geschrieben und habe dort noch einfach ein Satz, ist mir dann in den Sinn gekommen und dachte, oh cool, der passt super rein. Und dann schreibe ihn dann nachher auf, ich weiß nicht, um was es geht, ist damit, das ist der erste gut. Und nachher natürlich, weg. Aber er ist mittlerweile wieder gekommen. Ah, wirklich? Ja, ist wieder gekommen. Also, ja. Da gibt es ganz viele verschiedene. Weiss gar nicht. Der Harald Schmidt sagt, er schreibt sich mittlerweile gar nicht mehr auf. Mhm. Weil wenn es ihm bleibt, ist es wirklich gut. Ja, es sind, aber ich teile das, nicht, nein, ich teile das auch nicht ganz. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich es mir nicht aufschreibe, dann es sind so egal wie gut es ist, ich werde es nicht mehr wissen. Ja, und der Danny, wo noch an Shows mitgekommen ist, hat auch zum Teil hat gesagt, wow, das ist mega lustig gesehen. Und ich so, was habe ich genau gesagt? Ja. Keine Ahnung. Ja. Also weißt du, sogar jemand, der zuschaut, wenn du es nicht aufschreibst, ist das weg, ist so, ja. Oder? Das und dann kann ich es nachhören, zum Glück. Ja. Aber es sind so flüchtige, und eben wenn es erst in der Ideenphase ist, es sind so flüchtige Ideen, oder? Aber was ich natürlich auch habe, ist, weißt du, vor allem am Morgen habe ich das Gefühl, ich bin wahnsinnig lustig, weil ich so am Aufwachen bin, oder? Ja. Und wenn ich es dort schaffe, etwas aufzuschreiben, dann lese ich es nachher und es macht nicht einmal Sinn. Ja, auch bei der Dusche rein oder so, die Gedanken gehen einfach durch. Ja, brutal. Es, eben. Und es bleibt ein hoher wenig. Ja, aber dann schreibst du irgendwie, dann schreibst du eine halbe Seite oder Seite und denkst, und dann lese ich sie wieder. Ja, ja. Logisch. Ja. Eben, und darum ist es umso schöner, wenn du das Umgekehrte hast, wenn du einfach mal auf die Bühne gehst und dann so denkst, ah, ich hätte nie das Gefühl gehabt, dass das ein mega lustiges Ding wird. Jetzt bei den Songs so, also bei den Comedy-Songs. Ja. Oder? In der Regel sind die alle mehr oder weniger in einem Stück geschrieben, weil dann geht irgendwie keine Eingebung und es fällt alles so rein. Genau, du hast ja eine klare Struktur. Ja, und die richtigen Wörter kommen. Ich habe jetzt nur einen, der... Da hatte ich die Idee vor einem halben Jahr oder so und dann ist mir aber dort nicht in den Sinn gekommen, dann habe ich es liegen lassen. Zum Glück die Idee. Und dann irgendwann habe ich sie können... Also ich habe schon gewusst, es hat mit dem Baby zu tun, wenn das Baby da war... Gut, hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber es ist auf jeden Fall... Ich habe mir die Idee behalten. Und ich habe 5, 6, wo ich die Idee habe, also wo ich auch schon einen Text geschrieben habe, wo einfach dann... Es artet dann immer so aus, Reinhard May für Arme, weißt du, so. Es ist nicht mehr wirklich lustig, es ist nur noch... Ein Song und nicht mal ein guter. Und aber die Ideen sind eigentlich noch cool, wo ich dann wieder aufgeschrieben habe. Aber so die wo ich jetzt wirklich gut bei den Leuten angekommen sind, die sind meistens alle wirklich in einem Rutsch dann passiert. Ja. Yeah. So, das ist cool, wenn du so drin bist. Und ja, und ich habe das Gefühl, bei Songs, obwohl es eine klare Struktur hat, kannst du viel mehr Freiheiten erlauben. Ja, dass du kannst sagen, hey, auch wenn es jetzt drei Sätze hintereinander kein Lacher hat, ist der vierte Lacher dann ein Knaller. Ja, genau, weil das Ganze an sich ist ja schon unterhalten als Musik. Ja, und die Leute akzeptieren es in dem Moment, wie sie sagen, ja, das muss ja in dem Song auch noch ein Satz sein und das muss ja auch noch ein Satz sein. Genau, ja. Und wenn du einfach reinen Stand-up machst, dann lernst du ja mit der Zeit wirklich auf alles, auch nur Wörter, oder? Ja. Sätze sowieso, aber jedes einzelne Wort, das es nicht braucht, eigentlich rauszunehmen. Ja, oder? Das ist so. Und mich dunkt, beim Song sind die Leute mehr bei dir. Also sie denken wie offener. Also sie versuchen den Zusammenhang zu verstehen. Also gut, das tun sie immer, aber sie verstehen ihn wie besser. Oder sind offener für die Idee. Du musst nicht alles so minutiös erklären. Yeah. Und nicht so minutiös erklären, wer du bist und wo du herkommst, oder? Und großer Vorteil. Also Prämissen ist irgendwie viel schneller da. Und großer Vorteil, du hast immer garantiert einen Klatscher. Ja, genau. Wenn du fertig bist, dann ist es so, bring.
Ah! Ja, genau, ja, stimmt. Ja, das ist, aber es ist auch sehr, sehr, sehr angenehm. Also es ist eigentlich ein Service-Publik, weil es ist für die Leute sehr angenehm zu wissen, wenn sie aufgefordert sind zum Klatschen. Das genau. ist manchmal nicht sicher. Genau. Ich glaube, im Weissen Wind habe ich mal eine Comedy-Perle gesehen, Mann und Frau. Die sind am Schluss einmal rausgekommen, er und die, es werden jetzt fertig. Sie haben das wirklich? Ja. Es ist alle. Und sie haben gemeint, es käme noch etwas und das nimmt mich auch. Und bei einem Song, eben, machst du, wie du sagst, Kring und dann wissen alle so, jetzt ist fertig, oder? Ja. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das Schweizer Publikum ist doch noch so ein bisschen, also das Theaterpublikum, jetzt mal gedacht, ist noch so ein bisschen ältere Schule, dass eben noch ein bisschen, es tut gut zum Wissen, wenn wird erwartet, wenn sollen wir klatschen, wenn dürfen wir Beifall zollen. Absolut. Oder? Ich finde auch bei Stand-up finde ich effektive Klatscher finde ich zum Teil sehr störend. Ja, wenn es zu viel ist. Also. Weil es kann einen Rhythmus kaputt machen, ja. Oder? Was ich am liebsten habe, sind eigentlich die Lacher, die auf der Basel während sie lachen. Ja, ja, genau. Einfach wirklich aus Emotionen raus klatschen, oder? Ja. Und nicht, ah, es ist jetzt die Nummer fertig. Ja. Oder? Und das finde ich noch faszinierend, weil das hast du in der Schweiz natürlich schon noch extrem. Mhm. Das ist wirklich so, es wird dann sehr deutlich auf den Moment geklatscht. Mhm. Ja. Das ist also für mich ist es immer so ein Ding, also gut, die Lacher ist immer so eine Lösung, weißt du, funktioniert es? Ja, das funktioniert. Yeah. Das ist immer schön. Ja, der Lacher schon, eben, aber der Klatschen muss nicht unbedingt. Nein, der Klatschen, ja klar, eben, das ist so. Ja, muss man, keine Ahnung, Bill Maher Monolog, oder? Das ist noch bla bla bla, yeah. Und das ist dann so, ja, komm, mach mal Fürsti. Ich hatte das gehabt beim finalen Auftritt von der Talentschmiede im Quatsch Comedy Club. Jetzt heisst es irgendwie Hotshot. Dort habe ich recht viel reinpacken in die maximal 6 Minuten. Mhm. Und dort ist es wirklich so, wenn die 6 Minuten rum sind, dann machen sie fertig. Bam, Jingle. Also wenn du nicht fertig bist, selber schuld. Okay. So, also habe ich gewusst, ich muss es durchziehen. Ich muss es einfach durch. Und danach haben die zum Teil geklatscht. Und ich habe sie abgebrochen. Ich habe gesagt, hör auf, ich habe keine Zeit. Und habe ich weitergemacht. Und das habe ich gemerkt, ich glaube, bei Jacopo Müller habe ich das auch einmal gemacht. Und so ein, zwei Mal ist das noch easy, aber es ist dann nachher dann geholt, ich habe gesagt, du hast den Rhythmus zerstört. Mhm. Weißt du, die Leute haben Wellen klatschen und so, oder? Und dann habe ich aber gemerkt, für gewisse Sachen ja, aber zum Beispiel für einen Fernsehauftritt, eigentlich auf keinen Fall, weil das ist ja für den Zuschauer am Fernsehen. Ja, am Fernsehen ist es recht, eben, es wird langweilig. Zeit, ja, oder? Ja. Genau. Ich habe gecheckt, es ist lustig. Mm. Und es hat den Leuten gefallen. Oder? Entschuldigung, ja, du bist auch nicht so drinnen. Oder? Du bist genau. Auch keiner vor dem Fernseher. So. Ja. Also, darum, ich mache mir das Leben eigentlich schon einfach mit der Musik. In dem Sinn. Also mit der musikalischen Comedy. Es hat ja, so, hat ja der Frank erzählt, darum hat er ja Panflöte. Ja, das kann es verloren gut. Ich habe allgemein, ich habe immer gehört, dass er Panflöte hat, er hat es mir erzählt und so. Und eben, jetzt bin ich das Programm mal geschaut, weil ich fantastisch gefunden, dass ich das Programm übrigens. Ja, also, das ist huere geil. Das ist huere geil und er macht die Sache gut. Und dann holt er eine Flöte für und nachher spielt er an. Und die zum Sepp, der kann ja spielen. Und der sagt, ja, die ganze Zeit. Ja, gemeint, er macht irgendeinen Scheiß damit, oder? Yeah, aber, und dann, ja. Ja, was spielt der einsame Hirte? Warte mal, heißt der einsame Hirte? Ja, egal. Oder der Flug des Kondor oder so. Ich glaube, der, ja. Und dann, ja, das ist ja, aber gut. Ich finde es natürlich faszinierend. Also jetzt nicht Panflöte-Gedudel vom Funk, aber Musik-Comedy ist schon eine sehr eigene Disziplin, wo du sagst, du machst dir einfach, aber dir liegt es in dem Fall. Also weißt du, weil mir liegt das null, mir liegt anders einfacher, aber vor Jahren habe ich mal das Gefühl, super, ich nehme da irgendwie die Melodie und schreibe ein lustiges Textchen dazu. Und irgendwann habe ich mir selber mein eingestehen. Nutzt die Zeit doch für anders, als das dann am Schluss mitmassig. Ich finde es halt auch geil, also es muss nicht mal lustig sein, einfach gut gereimtes Zeug, über das gesprochen oder in Musikform, finde ich auch cool. Yeah. Also ich bin absoluter Fan von Reinhard May.
Mhm. Also wirklich, also auch wie der, also wenn der aus der deutschen Sprache rauskürzelt. Yeah. Ich liebe Sprache wie die Sau und yeah. Ich finde Deutsch urgeil, wenn so... Der Reimhardt so, meinst du? Was? Reimhardt. Ah, der Reimhardt, ja. Oh, das ist gut. Wo ist, hast du den schon geschrieben? Ich schäme mich bitte. Nein, aber, mein, ja. Nein, aber der finde ich echt cool. Wenn einer die deutsche Sprache gut, oder halt ihre Sprache gut verwendet. Yeah. Pastewka ist schon so geil. Der Bastian Pastewka, mhm. Wahrscheinlich der Hit. Mhm. Yeah. Oder der Jürgen von der Lippe. Also der, was yeah. Schon los ist, richtig gern so. Ah, oh, mega. Brutal, mega. Das ist so schön zu hören, oder? Bei absolut. Mai eben auch. Das finde ich, eben, Harald Schmidt hat schon mal erwähnt, bei ihm finde ich, also der reimt nicht und so, aber seine rhetorischen Fähigkeiten sind einfach geil. Weil einfach ja. mit einfach ein paar spezifische Wörter ein ganzes Bild zeichnet, wo ja. einfach es man plastisch sieht. Ja, und ja. Der Klaas geht langsam in die Richtung. Klaas? Du hast gesagt, keine Nünt. Der ist auch recht wortgewandt. Schon? Ja. Okay. Das ist, also finde ich immer etwas mega beeindruckendes. Ja. Ja, der bleibt ehrlich ein Ding mit dem Moritz Bleibtreu. Also ein Interview mit dem Schauspieler. Der kann ich auch reden. Ist noch geil, wenn einer reden kann. So. Ja, es ist ja so, weißt du, halt, ja. So austrailt in so. Irgendetwas. Oder austrailt in ein englisches Wort zum Beispiel, genau. Das finde ich immer schlimm. Ja. Ich finde so ist schon so, so ja, halt, schwierig. Ja, ja. So, je nachdem. Oder ja. ja. Das merke ich beim Podcast merke ich das natürlich viel mehr, weil man da oft wirklich so Quasseln macht. Ja. Aber auf der Bühne, wenn ich älteres Zeugs von mir schaue, dann zieht es mir zum Teil alles zusammen, weil ich so finde, oh mein Gott, es ist nicht nur, wie viele Wörter brauchst du, um irgendwie nichts wirklich zu sagen, sondern ja. Eine Aufnahme, ich sage jetzt extra nicht welche, aber bei einer Aufnahme habe ich dann immer noch so, weißt du, zwischen jedem zweiten Wort hörst du das. Und dann bin ich dort und dort an. Und du findest so, Scheiße. Ah, vielleicht für irgendjemanden, der ASMR geil findet. aber schlimm. Oh Mann. Schlimm. Ja, ich glaube, ich bin jetzt noch. Vielleicht haben sie es ein bisschen besser im Griff. Oder. Ist bei dir schon fast ein Stilmittel. Und ja, ich weiß noch. Aber es ist kein einziges. Oder, glaube ich, bewusst, also, weißt du, gesetzt oder so. Yeah. Es kommt einfach und es ist schon mühsam. oder? Ja, oder? ja, auf Englisch Stand-up gemacht, das ist yeah. You know? Schlimm, sag mal. Oder? Aber ich weiß noch, wo, ist den Baden gesehen, erst, wo irgendwann einmal ein paar Leute, ich weiß nicht, wer alles dabei war, an mir einfach so vor einem Auftritt haben gesagt, hey, probier mal einfach ein bisschen langsamer. Ja, genau. Es ist schon viel und, das Tempo, ja. Und das hat wirklich, du hast ja genau das Gleiche erzählt, aber oft, weil du so in deinem Kopf wahrscheinlich ein bisschen zu langsam geschwätzt hast, ist es Killer gesehen. Ja, ich weiss, da bin ich recht dran am Arbeiten. Ich habe mit meiner 92-jährigen Großmutter telefoniert, aus dem Baselbiet. Ja. Und auch, hatte ein langes Gespräch mit ihr gehabt. Und die hat dann im Nachhinein vom Vater irgendwann erfahren, dass sie mich fast nicht verstanden hat. Ja. Yeah. Oder? Bla bla bla. Ich weiß auch nicht. Ja, ich, in meinem Kopf ist es recht klar, aber so. Da ist jetzt Basel. Du bist ja auch gewesen, oder? Mit dem Rob Spence und dem was immer gewesen, wie heisst dort der alte Ritthaller? Ja, im Wankerpark. Ja, genau, das ist ein schönes Ding. Ja. Dort hat am Anfang schon einen. Weil ich als Joker habe verstört. Also, Wahnsinn, das Tempo hast du drauf! und ich habe mir dort wirklich vorgenommen, um eigentlich langsam und von Chiffy geredet. Und dort bin ich nicht schnell gewesen. Ah. Also, es war recht killer gewesen. Es hat mich hoch durchgeschüttelt. Am Anfang schon. Ich finde, lustigerweise, vielleicht ist es bei mir auch mehr, weil ich von dort bin. Ist die Hemmschwelle nicht so groß, aber so Heckling, wo irgendjemand auf das Publikum etwas reinschreit, habe ich das Gefühl, ist das Basel schon sehr oft im Vergleich zu anderen Städten. Stimmt. aber da ist jetzt so ein Heckel, der hat eigentlich, vorausgesetzt, die hat dann nachher auch langsamer geredet. Hat sie etwas geholfen, ja. Und dann, was ich heute noch nicht wert war, wo ich für die Support gemacht habe, im Hebsen, und dann meine Nico, irgendeiner meinen Namen gerufen hat, ganz am Anfang. Und meine einzige Antwort auf jeden Hackel ist einfach, danke, Mom.
Oder? Und das hat echt gut funktioniert. Was ich übrigens um Craig Ferguson geklaut habe. Ich bin so nicht schlagfertig, das ist schon schlimm. Das ist mein Go-To-Ding. Danke, Mom. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der im Original von Craig Ferguson ist. Wahrscheinlich nicht, er ist naheliegend. Das ist eine allgemein sehr verwendete. Ja. Wie zum Beispiel, irgendwann das habe ich, funktioniert, verstehe ich. Irgendwann habe ich mal in Deutschland, wo ich das erste Mal gehört habe, ist irgendjemand um ein Glas runtergefallen. Weißt du, das hörst du immer sehr laut und die Leute sind immer irritiert und man muss es wie ansprechen, oder? Ja. Und dann hat irgendjemand auf der Bühne gesagt, ah, da ist jemand die Kontaktlinse ausgefallen. Ha, 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 so, oder? Und dann habe ich gedacht, boah, ist das ein guter. So. Also jetzt, zwei Jahre später habe ich ihn zum 130. Mal gehört. So. Ja, okay. jeder und jede in Deutschland bringt auf so. Ich habe immer was habe ich gehabt? Zum Wohl. Du hast ja mal jemanden so geil zerstört, nicht? Aber halt der mit dem. Irgendjemand, wo halt so, irgendjemand, wo dann wirklich geredet hat, oder mit den Leuten neben da, oder wo du gesagt hast, sag das nochmal, und dann sagt das, und sagst, du merkst, wie es jetzt still wird. Hey, ist göttlich gewesen. Das ist ein bisschen wartet, dann merkst du. Das ist, glaube ich, ein Zug. Ich bin Zug, merkst du jetzt, wie still wird. Die ist crazy gewesen. Das könnte ich mal rausziehen als Video. Das haben wir schon mal gepostet auf Instagram. Mal, Die Nein, was war das? Die hat dann irgendwie noch M&M's gegessen. Ja. Ja, was war das? Entschuldigung, das war das Ding, das war Dornbirn. Das war ein Vorarlberg. Mit dem Charlie, wo du mit Charlie den geilen Joke geliefert hast, mit dem Mohrenbräu-Logo. Ja. Das ist das einzige Mal, wo einer einen Joke macht, wo ich sage, wo die Leute zweimal klatschen. Ja. Oder wegen dem Logo und der Charlie, ich bin der Typ auf dem Logo. Yeah. Aber es ist so lustig gewesen. Weil es ist wirklich, es ist rassistischste Logo, das ich seit langem gesehen habe. Ja, ist ein Mohrenbräu. Du hast damit aufgewachsen, weißt du, normal. Ja, eben. Und ich sehe das und sage, Charlie, du musst irgendetwas. Du hast gelacht, nochmal geklatscht. Yeah. Ja. Okay, das sind Dornbirn gesehen. Dort ist der gewesen. Im Zug ist gesehen eben eine, das muss ich eben mal raussuchen. Die hat offensichtlich meine Show super scheiße gefunden. Mhm. Kann es ja mal geben. Das Problem ist, dass sie in der ersten Reihe gesessen ist und alles kommentiert hat. Oh, scheiße. Weißt du wirklich so, wo ich die dumme Sexnummer mache mit dem Barhocker, das ist in dem Fall noch halb Idiot gesehen, sagt sie so: Ui, nein, ist das peinlich. Ist ja zum Fremdschämen. Weißt du, so in dieser Lautstärke, oder? Und hat immer wieder die Show gestört. Da habe ich natürlich mit ihr geredet und so. Und ich glaube, es hat wirklich damit geendet, dass sie dann so also demonstrativ, bevor mir so M&M's isst, so mega laut, oder? Und ich dann irgendwie so sage, oh, M&M's, ja? Und sie, ja, wo du auch eins, weißt du so? Und ich so, ja, ich nehme. Und dann hat sie irgendwie gesagt, aber es ist crispy. Und dann hat ich gesagt, oh nein, dann will ich es nicht. Und dann hat sie so zurückgeworfen. Es ist wirklich so, es ist für alle klar gewesen. Sie und ich werden einfach sicher nicht Buddies. Ich wüsste nicht mit dem umgehen. Ich wüsste es echt nicht. Weil vor allem mir, ich werde wahrscheinlich aggressiv. Oder? Ja. Nein. Ich habe es bei der Musik, hast vielfach das Leute mitsingen und das ist zum Teil hoher mühsam. Mega störend, oder? Ja, vor allem, wenn ich allein spiele, oder, dann ist es nicht noch. Also dann sind die Leute auch rundum und dann wird es selbst öffner. Also eine habe ich wirklich mal abstellen. Ja, weil der ganze Laden hat schon über sie gelacht. Und dann muss ich sagen, dann hat es mit dem Song aufgehört und dann gesagt, es wäre jetzt wirklich wahnsinnig wichtig, dass du aufhörst singen. Yeah. Und dann haben alle gelacht und dann ist sie dann raus und brüllt. Hat mir ein bisschen leid getan, aber die hat alles so laut mitgesungen, halt, dass ich es mir dann selber nicht gehört habe. Und dann bei der Comedy, aber wenn jemand die ganze Zeit schnarrt, ich wüsste jetzt nicht genau, ich wüsste jetzt nicht genau, was machen. Also ich hoffe, das passiert noch lange nicht. Doch gut, ich kann wieder ein Lied spielen, kann ich einfach. Es ist halt immer wieder, wenn ein Ort, wo es Alkohol gibt und irgendwann. Ja. Ich glaube, mein dritter oder vierter Auftritt an einer Mixed-Show in einem Festzelt. Ja. Und da wäre am Anfang echt gut gegangen, aber dann hat es eine Pause gegeben und die hat sich dann verlängert bis zu einer Stunde Pause, oder? Ja. Yeah. In dieser Stunde hat sich recht viel tun an den Festbank. Ja, logisch. Und nachher, dann bin ich wirklich auf die Bühne, dort mal noch so dritter, vierter Auftritt, bist du eh noch sehr nervös. Und dann, mein Name ist Nico Arndt. Und diesen da. Das ist total scheiße gewesen, wirklich. Also besoffen ist dann schon, es kann dann sehr mühsam werden. Das ist halt,
Wie überall, eben, die Hemmschwelle wird weniger. Ja, ja. Und ja, man sollte nie die falschste Person im Saal sein. Nein. Ob man jetzt auftritt oder im Publikum, ja, genau, ist. Ja, außer bist du auf der Bühne, dann ist es okay. Nein. Ja, wenn du es handeln kannst, bist du am liebsten du noch die falsche Person. Nein, also, vielleicht hast du es mal erzählt, wir haben mal irgendwo im Baden. Also, es ist so wie eine kleinere Künstlerkolonie oder so. Und dort haben wir auch Mixed-Shows gemacht. Ja. Yeah. Und dort sind alle zugekifft bis oben hin. Oh. Aber wirklich. Das ist ein spezielles Publikum. Es ist ein hoher Scheiß, um für dich zu performen, weil dann machst du einen Witz. Ein und und sie hat es auch lustig gefunden, einfach in ihrem eigenen Tempo. Yeah. Und es hat jedes Mal so, es war wirklich wie in Sand zickeln. Weißt du, es war sehr mühsam. Und auch der das Ganze leistet, nur ein cooler Sieg, aber halt auch ein riesen Hans da schon vorne dran, kommt auf die Bühne, weißt du, hat sich gestolpert. Mit dem Teil. Und nachher hat er angefangen zu erzählen, also hat er eigentlich uns noch schnell ankündigen. Ja. Er hat dann aber irgendwie innerhalb von ein, zwei Minuten hat er vergessen, offensichtlich, dass wir auch noch da sind. Und hat erzählt. Und da ist noch an zur Tür reingekommen und sagt, hey, sicher, komm, sie hat noch zu essen. Und wir sind da hinten gewesen. Ich meine, es war auch recht speziell gewesen, aber ja. Und es sind auch alles so Sessel gewesen, weißt du, nicht Stühle. Ja klar, also, je entspannter, desto mehr. Ja. Ja, ich bin gewöhnt im Wohnzimmer von jemandem auftritt. Ja, genau, ja. Boah. Ich weiß noch, wo wir mal in einem Dance-In sind wir auftreten. Bist du nicht mal gesehen? Ja, du hast irgendwie, ich glaube eben Sepp. Ja, das haben wir gemacht. Charlie, Comedy 16 und Charlie und ich. Ah, nein, ja genau, das war am Torgi gewesen, glaube ich. Dance-In oder Dancing. Dort hat es Leute gehabt, ja. Dort hat es Leute gehabt, ja. Aber das Geile ist gesehen, du hast gemerkt, so, ich glaube eine halbe Stunde haben sie es voll easy gefunden. Ja, danach sind sie ein bisschen unruhig geworden und haben ihm zugelassen. Und dann hast du gemerkt, warum, weil ab der Sekunde, wo du gesagt hast, die Show ist fertig, ist irgendwie das Licht angegangen, die Stühle sind weggeräumt worden und der erste Pitbull-Song ist gelaufen. Du hast einfach so Barley 50 aufwärts gehabt, wo dann sehr schnell anfangen zusammen Disco Fox tanzen. Ja, genau. Das ist so fucking absurd. Stimmt, ja, ja. Die haben, glaube ich, jedes Wochenende hast du dort eben Dance-In. Ja, da hat das Gefühl, machen mal eine Comedy-Folge. Mit Standard-Dance und was weiß ich. Aber zu aktuellen Hits. Das ist richtig geil gesehen. Da läuft eben so Usher. This baby tonight! Sind sie so voll am Umschwingen. Ich sag, wenn du Hochzeiten spielst, lernst du Disco Fox, dann kann man scheinbar zu allem. Ja. Das Beste war Angels von Robbie Williams. Disco Fox. All enough for me. Vollgas. Das ist wirklich geil. Das Einzige, was ich vermisse, wenn ich nicht mehr Hochzeit spiele, ist die Leute zu schauen und tanzen. Ja. Das ist zum Teil wie Nachkampf. Hast du die Disco-Foxer mit der, den Schweißflecken da unten? Ja, da Wirbel und Zeug. Eine sind auch lustig. Und weißt du, das Herzigste, was ich immer wieder sehe, ist eine Perle, die überhaupt nicht tanzen kann. Yeah. Ja. Also weder Rhythmus noch Ding, wo einfach ein Partner, aber zusammen. Sie sind zusammen so schlecht. Ja, das ist ja wieder schön. Und beieinander. Eben, neben dem Song, neben allem, aber dann richtig, du merkst, die machen das schon 50 Jahre lang, also jetzt immer, und so richtig Harmonie. Es ist zum Teil auch schön zum Schauen, ja. Ich bin der absolute Hochzeitstänzer. Schon? Ja, ja, ja. Da spüre ich mich dann Standards und... Nein, ich bin nicht allein. Einfach. Ja. Wenn dann die grossen Hits kommen, dann spüre ich mich nicht mehr. Okay. Ich glaube, bei der letzten Hochzeit, die ich gesehen habe, hat irgendwann der Vater von der Brut hat dann mich angeführt. Also. Dann bin ich so, hey, oh, no way! Und ich habe so abgestrampelt. Boah, nein. Nein, ich bin auch kein Tänzer. Wenn ich tanze, sehe ich aus, wenn er den Schlauch loslässt. Nein, das ist wirklich nicht. Aber das ist ein Dance-Move, den ich gerne mache. Die aufblasbaren Auto-Sales-Dinger. Ja, genau, das ist ein guter Dance-Move. Der Charlie und seine Freundin haben mir das mal geschenkt, als so ein kleines Figürchen. Ach so. So geil. Aus dem Grund. Ja, aber ich schaue gerne. Hast du Singing in the Rain mal gesehen, Film? Ja, aber lang her. Ja, lange. Ja. Also ja, über dort, was vor Tanzen schwul geworden ist von Männern, weißt du? So. Das heißt, die waren Dinge. Aber selbst brutal, weil die sich dort gemacht haben, weißt du, Gene Kelly und so. Ja. Fred Astaire. Ja, eben, es sind unglaubliche Choreografien auch. Und weißt du, es ist noch geil zum Schauen, wenn man das wirklich kann. Das stimmt.
Ja, genau, weißt du, der Floss da. Ja. Weißt du, so, da bin ich, das war in der Zeit am Anfang vom Kind, wo man ja alle am 3 Uhr morgens aufstehen musste und kochen. Ja. Und jetzt sind wir unter Dampfabzug gelegt, das Kind. Weißt du, auf den Herd. Ja. Weil das monotone Geräusch, oder? Ich wusste, es funktioniert bei mir, wenn ich nicht schlafen kann, oder? Das ist noch von der frühen, von der wilden Zeiten. Soll einer mal sagen, das bringt nichts. Nein, und dann habe ich das Kind immer dort und das Fläschchen gemacht halt. Und dann, weißt du, im YouTube, dann, weißt du, wenn du warten bist, und dann kannst du immer so down the rabbit hole, wie man sagt. Oder? Ja, klar. Im YouTube bin ich noch auf anderes Zeug. Und dann dachte ich, das sieht echt noch cool aus. Ich hätte es fast können. Ich muss der Floss? Üben. Der Floss, ich muss ihn mal noch üben, ja. Ich habe irgendwie so, der Floss kann so eine nette Familie, so eine nette Familie, die dir den Floss beibringt. Und ich bin dort gestanden. Mein Lieblingsmove ist also gesehen. Also, wenn ein Kader bau in das Programm. Mein Lieblingsmove ist gesehen, such mal schnell, Christoph, nach Dance Move SpongeBob. Okay. Das ist SpongeBob. Früher habe ich schon mal erwähnt gehabt. Früher habe ich da besser. Ja, aber es ist ein Dance Move. Ach schon? Ja. Das SpongeBob. Bei LMFAO wird das geheißen. Und dann Party Rock. Nein, ich habe nie öffentlich gemacht. Öffentlich habe ich nie gemacht. Hast du mal gesehen, wo der James Brown Dance Moves erklärt? Oh mein Gott, ja. Ah, ist so geil. SpongeBob Shuffle. Bam, bam, bam. Glück. Hi. Ja, aber der macht ihn viel zu cool. Ist okay. Hey, guys. Ja, ja. Oh, please subscribe. Yeah. Don't forget to hit the like button, subscribe and ring that bell. So you always know when a new video comes up. Yeah, get out. Many of you contacted me after the last video. Just before I go into this, I have to say for the... Ich hasse das. Ich muss vielfach, wenn ich Vertrauungen spiele oder so, muss ich Lieder lernen, die ich nie gespielt habe. Dann gehe ich meistens how to play, bla, und Gitarre. Yeah. Und dann hast du immer die Dinge, eben, wo zuerst einig lang erzählt halt. Weißt, ich, oh, mach mal weiter. Weißt, hi guys! Und dann erzählt es eben vom letzten Video und was noch alles. Leute in der Kommentarsektion. Und weißt du, was allergeilste ist? Kannst du mal den Test machen, wenn du jemals ein Rezept googlest. Aber mittlerweile, ich finde nicht mehr einfach nur das Rezept. Also weißt du, es steht nie einfach, du brauchst das und nachher die Anleitung wieder, dass du dann alles zusammenwurschtelst. Sonst ist immer die halbe Lebensgeschichte. Genau. Kasseler Braten ist ja ein altes und Genau. Ich weiß noch, als meine Ur-Omi, wirklich, es sind immer 100'000 Geschichten. Ich bin mittlerweile recht gut, um durch das Durchsift, zum auf den Teil zu kommen. Also meistens, wenn die Absätze lang sind, dann ist es sowieso irgendein kleines Hippie-Rezept, dann muss ich sowieso nicht. Plus, meine Freundin hat mir Tipptopf geschenkt, oder? Ah, und, herrlich. Das ist halt alles, was du brauchst. Das ist wirklich. Aber das ist genau das, wie du sagst, auch bei anderen Sachen. Ich meine, ich suche Babyzeug. Kannst du dir vorstellen, was ich für Scheiße muss lesen, bis ich mal bei der Information bin, wo ich eigentlich will? Es gibt nicht irgendeinen Soziopath oder wahrscheinlich eine völlig kalte Sau, wo einfach mal die Facts abschreibt. Das sind immer die Gespürschmimmel. Logisch. Sonst gäbe es ja keinen Grund, das ins Internet zu tun, oder? Ja, logisch, eben. Ja, furchtbar. Nein, wirklich, wenn du irgendwie. Das Baby explodiert schon fast, oder was so nicht? Meine, du hast dann nur Insekten befallen. Oder habe ich die mitgenommen? Nein, die haben wir auch gefühlt. Vor allem bist du nicht du, Jules. Vor allem bin ich nicht du. Fruchtfliegen rumfliegen. Nein, aber das ist brutal, wenn du da die Info, die ganze Dinge, die ganze Geschichte musst durchsiften und eben kommt es dann irgendwann. Und manchmal im Fall ist es auch sehr in die Prosa verpackt. Gerade das Rezept gibt es noch viel. Eben, es ist dann wirklich so. Dann suchst du nach Zahlen, weißt du, so eigentlich. Gibt's nicht, sondern gefühlvoll eine Fingerspitze Salz drüber streuseln. Oh Mann, genau. Ja, jetzt schon müssen wir Sachen anschauen, was denn da ist. Ich habe einen Sauerteig angesetzt. Geil, hast jetzt so die Mutter? Ja, Mother-Dough. Aber ich habe ihn wieder weggeworfen. Es ist mal, ja, es wäre nochmal darum gegangen, zum Brot selber machen. Ja. Weil meine Freundin ist allergisch. Das habe ich jetzt fast gedacht, wenn du so da gesetzt. Meine Freundin ist allergisch auf Nüsse, oder? Und es ist sehr schwierig, als Nussallergiker zum Brot posten. Absolut. Weil es hat überall Spuren drin, oder? Ja, das ist klar. Und dann habe ich gedacht, bin ich der Vollheld, oder? Und dann mache ich da so einen Urdinkel-Sauerteig und dann... Kannst du vergessen. Das Brot ist... Also es hat eine Woche lang jetzt gehalten, wirklich. Also Urdinkel, weißt du, aber... Er hat eine brutale, ich sage jetzt, Dichte gehabt.
Mhm. Also wirklich, es hätte schon einen Krieg mitgeben oder irgendwo eine lange Wanderung. Dinkelbrot finde ich recht geil. Ja, wenn es gut gemacht ist, auch, das ist jetzt, also, es, ja, es hat nicht so cool ausgesehen, aber es hat sehr nährend gewesen. Also, ja, eben, aber du hast es jetzt einmal gemacht und dann geschafft, oder was? Ja, nein, es ist nicht, ja, weil ich einen Schatz Brot ziehen, nein, ist schon gut. Und dann denke ich, gut, dann, gut. Jetzt wochenlang kam es, das ist natürlich eine Reaktion, gell? Ja, und dann habe ich gedacht, ja, nein. Oh mein Gott, ich habe mal für meine damalige Freundin habe ich gedacht, ich baue jetzt das Friends Lego, das Friends Studio als Lego. Ach, schon gibt's da? Ja. Yeah. So geil. Und da habe ich wirklich mal eine ganze Nacht habe ich das Ding so zusammengebaut und dann habe ich es wirklich so am Morgen so, hey, schau mal da. Und ich habe gesagt, ah, mega cool. Weißt du, das ja. Ja. Ja, also habe ich es doch eher für mich gemacht. Ja, ja, genau. Ja, zum Beispiel, wenn der Enthusiasmus nicht geteilt wird. Ja. So, jetzt fast letztes Thema. Das muss ich wirklich mal schnell mit dir besprechen. Du weißt, was ich seit Jahren dir immer sage? Ja, Programm, ja. Ja? Ja, los, eben jetzt. Ich renne heute gerade an den Open Stage, um wieder etwas ausprobieren. Nein, yeah. Wirklich da. Du hast noch kein Solo, müssen wir es einfach mal deklarieren. Genau, ich habe noch kein Solo, ja. Das ist für mich langsam, glaub, längst spielende Newcomer, was geht. Ja, stimmt, ja. Ich habe auch immer gedacht, was ist jetzt? Ich stamme aber vielfach selber im Weg. Ich überdenke so. Ah, wirklich? Ja. Danke. Danke, Mom. Nein, aber, ja, das ist, wenn man sich dann selber so ein bisschen im Weg steht. Gell. Ich habe dann gedacht, jetzt macht ich, also es gibt schon viele Programme, oder? Jetzt, ja. Ja. Wer will mir 90 Minuten zuhören, mhm. Oder so? Und jetzt habe ich aber wirklich jetzt gedacht, mal, ja, ich mache es. Also eben, ich will es mal machen, oder? Mhm. Reist du zum die von der Pelle haben? Nein. Nein, es ist wirklich, es hat mir dort das Encouragement, oder? Das hat mich dann recht dazu bewogen. Dann habe ich auch zwei Songs geschrieben. Und ich eigentlich denke, ich habe genug Material zusammen, ich muss es einfach noch halt büscheln. Yeah. Aber ich könnte eigentlich, ja, in 90 Minuten würde ich anbringen. Dementsprechend schaue ich jetzt einfach, dass ich im Herbst-Winter irgendwo ein Venue habe, wo ich einfach das machen kann. Yeah. Weil ich halt auch auf Druck mehr besser arbeite, oder? Mhm. Ja, und ich habe auch schon eine Location angeschrieben, das ist mir viel zu teuer für ein Tryout. Also mhm. ich muss dann noch schauen, vielleicht kannst du mir da nachher auch noch einen Tipp geben, privat. Auch wenn ich mich melden kann, um irgendwo mal ein Tryout machen. Ja. Yeah. Oder? Ja. Also ich habe am 10.06. in Uzwil, im Mutz, einen Auftritt, den ich eigentlich so lange machen kann, wie ich will. Ah! Aber es gibt noch 90 Minuten natürlich. Ja, aber du könntest ja... Oh, jetzt ist wahrscheinlich eh ohne Pause momentan. Ah, wobei, wie viel ist das 6.? Nein, 10.06. 10.06. Ja, da gibt es wieder Pause. Da gibt es wieder Pause und Konsumation. Ja, Konsumation, ja. Ich bin jetzt auf der am anderen arbeiten, um mal sicher so, sag jetzt mal, weiß ich nicht, so mal 25 Minuten oder so gut anbringen. Ja, hat jetzt ja gesagt, mindestens. Ja. Eben, darum, was ich vorher gesagt habe, zum alten Zeug reaktivieren, oder? Weißt du, was ich jetzt auch nicht mehr erzähle. Jetzt so mit mehr Erfahrung hast du eben Zeug, wie eben die 1 Verkehrskontrollennummer oder so, vielleicht kann ich die wirklich nochmal bringen, vielleicht kommen wir jetzt in den Sinn, weißt du, wenn ich sie besser kann machen, dass ich auch zufrieden bin. Ja. Yeah. Aber das ist mit dem selber im Weg stehen. Jetzt haben viele gesagt, ist super, mach die tipptopp. Und ich denke, ich habe sie aufgehört zu machen, weil ich einfach denke, nein, mir gefällt sie noch nicht. Also mir gefällt sie irgendwie nicht, wenn ich sie bringe. Okay. Ja. Für das müsstest du eben mal Aufnahmen durchlösen. Ja, nein, also das mache ich dann schon, aber ja, ja. Gut. Nein, aber auf jeden Fall, ich sage das gleich, was ich immer schon sage, ich bin dran. Aber nein, du musst mir nachher wirklich noch ein paar Tipps geben. Wirklich. Gut. Dann schließen wir mal auf. Oh, warte mal, nur noch schnell, weil du hast deine super Titel für mein Programm dann in Spee. Hast du aber meint, er hat mir immer Titel geschrieben. Jedes Wortspiel mit meinem Namen, die sind klasse gewesen. Warte mal. Dann müssen wir einfach die Nachnamen eingeben, dann kommt Gott, gar nicht, oder? Das ist, glaube ich, von dir. Dann kommt, glaube ich, jedes... Moment jetzt. Zeitlang ist verschiedene Wochen, ist irgendwie eine Nachricht kam mit irgendeinem so einem Ding. Ach du Scheiße. Wo haben wir denn die alle? Arn. Fuck. Wie hast du gesagt? Was hast du gesagt? Gar vorher? Nicht. Oder geht gar nicht. Oder weil man irgendwie. Ja, alles so wie die Coiffeurläden, irgendwie sind die Haare drin, wie Harlekin und so. Der ist gar nicht drin, geht gar. Ah, doch.
Ja, ist ja. Das ist eigentlich richtig. 12 Fingerdaren habe ich gehabt. Ja, genau, 12 Finger. Ah, wie findest du Mädchenschwaren? Alarm im Sperrbezirk. Du hast gar nichts. Farntastisch. Farntastisch. Da habe ich geschrieben, ohne F. Arntastisch. Wie geil, oder? Ah, ja, genau, ja. Wahrscheinlich heisst es jetzt einfach live. Nico Arn live. Ist das gut? Ja, logisch. Wieso nicht? Sonst schreibt mal auf. Oh nein. Wann haben wir das gehabt? Das ist schon wieder, ja. Ja, genau. So, Mai. Mal schauen, was wir sonst noch gehabt haben. Alarm im Darn. Nein. Arntastisch. Ja, ich glaube, das ist der letzte gesehen. Ja. Ich habe den irgendwann noch Arnselig, habe ich irgendwann noch geschrieben. Arnselig, genau den ich gesucht. Arnselig. Ist doch nicht, ja. Ja, also man hat ein paar. Ich finde, ja. Mädchenschwaren finde ich immer noch recht gut. Aber auf jeden Fall 2021 habe ich mal eine 90-minütige Show gespielt. Das ist eigentlich wirklich das erklärte Ziel. Sehr gut. Und lockdownmäßig sollte es jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Sollte es jetzt eigentlich nicht mehr. So reinhauen. Also ich will mich jetzt da nicht rematisieren oder so. Nein, ja, also... Arnspalter. Arnspalter, ja. Es tönt wie eine Krankheit irgendwo. Es ist wie Tichernägel-Gähli oder irgendetwas. Ja. Ja, also ich glaube, auf den hast du raus, oder? Richtig, also darum unbedingt. Ja, sowieso. Und ich komme dann schauen und freue mich sehr. Ja. Und hoffe wirklich, dass das bald mal... der Fall ist. Ja, so. Ich glaube, ich weiß nicht, eben, vielleicht, wenn ich es dann nochmal gemacht habe, im Nachhinein denke ich dann, es wäre ja gar nicht so kompliziert. Das ist ja eben der Punkt. Ich stelle mir das so kompliziert vor. Das ist ja eben genau das. Das ist ein Programm, das ist für mich wie ein Buch. Wenn du sagst, du hast Programm oder 7, schon in deinem Fall, oder? Technisch wäre 7 Bücher. Nein, so viel habe ich jetzt auch noch nicht. Oder 6. Du bist bei Nummer 6. Warte jetzt. So. Jetzt wären wir wieder bei dem 6 Programm. Nein, so ist ich es. Es war jetzt der 6. Co., aber Covid geht nicht. Ja. Gut, nein, jetzt tue ich mit dem 5. Ja. Oder? Moment, muss ich denn sagen? Wie eine Promi, halb Idiot. Viel gut Comedian. Stand auf. Ja, jetzt ist das 5. Ah, das 5. Ja. Aber das ist für mich so ein riesen Opus. So, weißt, ja, aber ich habe natürlich das Umgekehrte gemacht damals. Ich habe wirklich als allererstes Programm geschrieben. Mhm. Also ich habe nie. Aber das finde ich ein riesen Ding eigentlich. Ja, aber also wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen, was du alles an Material hast. Ja. Und das kann man schön zusammenfügen und noch ein paar Brücken schlagen. Und dann dann wird es fantastisch. Dann wird es fantastisch, ja. Dann bist du ein neuer Mädchenschwarm. So schlecht. Sehr schön. Letzte Frage. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Nicht mehr Alkohol trinken in dem Fall? Nein. Um mich gut zu fühlen. Das ist jetzt aktuell, wenn ich Sport mache, ja. Wirklich? Ja, täglich. Ich sage ja. Kenn dich nicht mehr. Was ist passiert? Ja. Kind, alles anders. Ja, alles anders, ja. Naja, aber eben, alles anders. Anders. Gar nicht schlecht. Gar nicht gut. So nach dem Trainieren, wenn die Kleine bei der Mutter ist, auf den Balkon hocken, Tee, Päckchen Ziege, also das ganze Buch, aber halt einfach, dass ich gemütlich eigentlich rauchen, 2-3. Und vom Laptop so gute Serie. Aktuell ist es gerade Schuld. Schuld? Schuld. Mit dem Moritz bleibt treu. Ja. Das ist Netflix. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr zu empfehlen. Das ist vom Ferdinand von Schirach. Ja. Das war ein Anwalt mal, offensichtlich. Und seine Bücher ist dann sein Protagonist ist ein Anwalt, oder? Der einfach so Leute verteidigt. Verteidiger. Strafverteidiger. Und es sind sehr geile Geschichten, sehr geil besetzt und immer wieder ein anderer natürlich befolgt. Sehr clever geschrieben und das ist im Moment, das ist dann so, das ist so ein bisschen. Sonst ist Star Trek. So. Und Golden Girls. Ich habe mir gerade alle gekauft. Wirklich? Ich liebe Golden Girls, Mann. Das ist schon. Nein, Golden Girls, also kann man immer wieder schauen. Ist ja der Ding, der Christopher Lloyd, also der Produzent, der auch Schreiber, ist ja auch verantwortlich für Modern Family. Richtig. Ja. Ein von denen zwei. Ja, genau. Ja. Und also Golden Girls ist wirklich echt gut. Yep.
Ich glaube, das ist etwas, das muss ich endlich mal auf Englisch schauen. Ja, unbedingt. Das weil ich habe es halt wirklich als Kind zum Teil gesehen, wenn es nicht mehr gelaufen ist, und auf Deutsch. Und es ist halt gerade Sitcoms aus dieser Zeit, wenn sie synchronisiert worden sind, ist wirklich schon sehr haut drauf gesehen. Aber warum hast du denn überhaupt das? Aber als Friends mal auf Deutsch, ich finde es nicht so daheim. Es gibt Sachen, die sind sehr gut synchronisiert auf Deutsch. Ich finde aber, einfach schade, zum Beispiel, nehme ich einen Kollegen von mir, der hat eigentlich noch nie eine Performance gesehen von, Mel Gibson oder von Schauspielern sein. So. Du weißt, was ich meine? Yeah. Vom Hasselhoff oder so. Yeah. Weil die Stimme von dem und wie der redet und alles, ist ja ein Teil von der Performance. Absolut. Du kommst nie so mit über. Und mega aktuelle References hast. Ja, mit dem Gibson und dem Hasselhoff. Ja, verdammt. Das ist Tom Hardy. Richtiger Boomer. Ja, genau. es sind gerade recht viel. Hey, das habe ich zum Beispiel ganz, ganz spannend gefunden. Für mich, beim Eddie Murphy. Boah, jetzt habe ich gerade auch wieder sagen. Weil ich weiss natürlich noch, wie ich als Sechsjähriger Prinz von Zamunda zum ersten Mal gesehen habe. Ja, genau. Und das erste Mal, wo ich etwas am Fernsehen gesehen habe, wo ich laut musste lachen. Ja. Das war irgendwie Ostern gesehen, mein Vater hat gesagt, das ist ein lustiger Film, da schauen wir. So. Und dort hat er mir sogar noch erklärt, wie bei der einen Szene, wo sie sagen, verpiss dich! Und dann, ja, verpiss dich auch! Genau. Ja. Wie das dann im Original irgendwie siehst. Fuck you! Oder ja. Yes! Fuck you too! Es ist so hart, ja. Und es ist halt dann eben ewig lang, ist einfach die Eddie Murphy-Stimme, die ja auch noch so mega hoch und so mega schnell war. Hey, was hast du da? Sag mal, yo, baby, yo! und dann habe ich die Schallplatte von meinem Vater, die er mir irgendwie ausgelehnt hat, Comedian, wo er Stand-up macht und dann höre ich ihn so und dann so, eben so, Elvis was a bad motherfucker. Ja, ja. Und ich genau. So, oh mein Gott, das soll der gleiche Mensch sein. Ja, also ich bin da auch aus allen Wolken gekommen, bei ihm und beim Robin Williams auch. Ja. Robin Williams Stand-up eben auch, es ist brutal, oder? Eben vor allem das unter der Gürtellinie. Ja, ja, ja. Wo für mich einfach als Kind immer die Kinderdarsteller eigentlich, nicht Kinderdarsteller, sondern meine Kindheitsdarsteller, ja. Oder? Ja. Sind so. Gut, clear and wholesome. und eben nachher, ja, bei Eddie Murphy auch, ist immer noch eines der besten Stand-up, die ich gesehen habe. Delirious. Ja, das Alter hat leider nicht ganz so gut, aber als Zeitdokument ist es natürlich. Ja, ich finde es super. Es wird immer ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel, der Funk hat es noch nie gesehen. Ja. Und von hast du gesagt, hätte jetzt vielleicht 20 Minuten, die sind eher platt und könnte man jetzt so nicht mehr bringen. Aber ich finde. Schade. Ja, ja, aber eben, also es ist natürlich für noch Zeit, vor Performance und das ist ja, das hörst du auch immer von. Live on the Sunset Strip. Sagt man nicht. Vom, ist mega peinlich, das ist jetzt gerade blank. Hasselhoff und Gibson. Nein, es hat Carlin gegeben und es hat das Vorbild von Eddie Murphy. Ah, der Pryor, Richard Pryor. Richard Pryor, Jesus fucking. Kennst du das, wenn auf das Hirn aufgeht? Ich sage ja, Hasselhoff und Gibson. Das Special wird ja immer noch als eines der besten aller Zeiten genannt. Mhm. Und mega viele sagen aber, ist gar nicht so lustig, ist gar nicht so gut. Mhm. Aber man muss immer halt einberechnen, dass es für diese Zeit halt etwas Neues war. Natürlich hat dann nachher eben Eddie Murphy das gemacht und Chris Rock. Und, aber ist der erste gesehen, der das überhaupt auf das Level gebracht hat. So. Ja. Und das ist natürlich bei Delirious ist das auch so. Ja. Es ist, also, ich meine, aber die Elvis-Nummer. Das ist Wahnsinn. Aber weißt du, wie er tönt? Yeah, yeah. Wie wandelt man seine Stimme schnell? Alles mit dem Musiker, das brille ich jedes Mal, wenn er selbst so sagt: You got, Luther Vandross. Genau, wirklich. Also, Luther Vandross. Und dann so: Girls will be like. Ja, genau. So, und vor allem wirklich, mein bester Freund und ich glaube, es gibt nichts, was wir öfters gemacht haben, als Ei! Ja! Hey, wenn er den James Brown noch macht. Ja, sauber. So, yeah. Seven, seven, seven. Yeah. Das finde ich. Ja, genau. Ja, ja. Das so.
You know what James talking about? Genau, fucking idea. Ja, genau. Ja, das ist ein Schwanz. Das und wenn du Jackson macht. Is it okay if I come down and sing to you? Tito, stop teasing. Mike is so sensitive. Ja, genau. Mike is so sensitive. So. All das Zeugs ist wirklich ja, absolut. Wahnsinn, ja. Das kann ich nehmen, ja. Und das Ice Cream Bit ist natürlich legendär. Ja, das ist immer sehr geil. Ja, das ist eben Raw, auch das Mr. T, sehr cool. Ja, yeah, ja. Yeah. Drum, es ist absolut. Ja, da genau. Vielleicht ein bisschen, nicht mehr so Zeit gemessen, aber. Ja. Aber für mich ist halt eben auch gesehen, dann in deinem Kind die Filme immer geschaut und nachher gehörst du einfach fluchen wie ein Rohrspatz. Ja, ja. Gesagt, oder? Das ist doch schon geil gewesen. So viel zu, was du machst, wenn du dich gut fühlst, dass wir das auch noch geklärt haben. Ja. Wir zwei schauen jetzt abseits von. Ich habe wieder mal Bock gehabt, das zu machen. Wir schauen jetzt abseits von der Kamera schauen wir noch den Singvogel. Mhm. Und ich wünsche dir alles Liebe. Freue mich auf dein Solo-Programm. Danke vielmals. Ja, danke, dass ihr dafür da seid. Wenn es denn läuft. Ja, muss schauen. Und wir hören uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mhm. Peace, booby bee.